Du stehst immer noch auf meinem Parkplatz. Warum war das jetzt eben schon wieder so ein Fiebertraum, PD? Ja, du hast den Fiebertraum davor ja nicht mitgekriegt. Gut. Wo ist der Rest vom Casino-Personal? Die kommen gerade mit dem Granger. Okay. Oh, Sino, bekommst du den Schlüssel? Nee, Drew. Oh, jetzt habe ich den Schlüssel. Ich reiche ihn weiter. Kein ja, Problem. Perfekt. Schließe ich mich direkt an. Kein Problem. Und können wir dann einmal los? Ich muss noch nach unten vorher. Gut, dann Sino, Drew, Susi. Mitch und der Praktikant sind gerade drin, Mantel kaufen. Okay, dann warten wir nur auf die beiden und dann machen wir einmal gerade Besprechung. Guten Abend. Abend. Und? Ihr müsst jetzt sowieso los, Toni? Nee, wir wollen gleich mal kurz los, aber wir haben, reden auch noch Zeit, wenn ihr uns dabei haben wollt. Ja, nee, alles gut. Ganz entspannt, uns. Interne Casino-Besprechung. Also nicht, dass ihr nicht dabei sein könnt, aber also wenn ihr was anderes zu tun habt, würde das zeitlich passen. Sehe ich euch heute Abend auf der Party? Solange keine Leser da sind, immer. Solange keine was da sind? Keine, diese Lichtfusel-Dinger, die da die ganze Zeit hin und her... Lichtershow. Richtig. Wieso? Epilepsie. Dann würde ich nicht kommen heute Abend an deiner Stelle. Und sprechen Sie so leise. Entschuldigung. Was wir halt ausprobieren könnten, wäre im VIP-Bereich, ob die Scheiben dunkel genug sind, aber sonst ist es schwierig, ne? So. Gut, dann einmal ja, Casino, einmal mit mir. Gut, folgendes. Ich habe keine Ahnung, was da mit den Vasahans passiert ist. Es ist mir am Ende des Tages auch egal. Grundsätzlich stehe ich, egal was passiert, hinter euch und auf eurer Seite. Euer Wort hat mir gegenüber mehr Gewicht wie das Wort eines anderen. Nichtsdestotrotz ein paar grundsätzliche Dinge und ein paar grundsätzliche Regeln. Ich erwarte von euch, wenn ihr hier arbeitet, egal wer vor euch steht, einen höflichen und netten Umgang mit den Gästen. Und wenn da der größte, vollbesoffene Penner steht, dann erwarte ich, dass ihr den höflich und im besten Ton darauf hinweist, dass er hier nichts zu suchen hat. Wenn was ist, meldet euch, ne? Alles klar, Gott. Das Ding ist, ich weiß, was für eine dicke Fresse die Vasahans schon mal haben und ich weiß, was für eine dicke Fresse die Vasahans haben, gerade dann, wenn keiner von uns vor denen steht, sondern die der Meinung sind, dass es irgendwelche Leute sind, vor denen es sie sich gerade rausnehmen können und die werden jetzt lernen, dass sie sich genau das nicht rausnehmen können. Bennett, könntest du woanders telefonieren, das wäre nett. Trotzdem, einfach nur rein fürs Protokoll. Ich erwarte keinerlei Überheblichkeit. Ich erwarte keine patzigen Antworten von euch, sondern ich erwarte, dass ihr den Gästen, selbst wenn die euch gerade auf den Sack gehen, den nötigen Respekt gegenüberbringt. Kriegen wir das hin? Ja. Definitiv. Und dabei wirklich außer Frage gestellt, ob ihr das in diesem Fall habt oder nicht. Das mit Frau Ziroska hat jeder von euch mitgekriegt? Ja. Tatsächlich nicht. Gut. Auch noch nicht, bin gerade erst gekommen. Die habe ich gerade rausgeschmissen. Also vorhin. Okay.
Gar nicht, weil sie schlecht gearbeitet hat, sondern die hat die ganze Zeit ihre privaten Probleme mit ins Casino geschleppt. Ich musste mich mehr mit ihrem Mann unterhalten wie mit ihr, weil sie irgendwelche überarbeiteten Twitter-Posts macht, wo ihr Mann schreibt, dass sie im Casino so hart überarbeitet ist, dass sie kurz vorm Burnout steht, und irgendwelche Kuschelfotos, wo ich bereits zweimal mit dem Typen reden musste und ich gedacht habe, wir kriegen das Ganze hin. Als mir dann allerdings zugetragen worden ist, dass die bisher mehrfach davon redet, zu kündigen und dann doch nicht zu kündigen und dann doch wieder zu kündigen, sind das Probleme, die ich hier nicht haben möchte. Wer auf den Job hier keinen Bock hat, dem steht jederzeit frei, zu mir zu kommen und zu sagen, Butters, ich fühle das nicht, ich habe mir das anders vorgestellt, es ist kein Problem, niemandem wird hier der Kopf abgerissen. Worauf ich allerdings keinen Bock habe, sind, dass andere Leute sich mit privaten Differenzen von anderen Mitarbeitenden auseinanderzusetzen und sich den ganzen Tag denen ihr Gossip anzuhören, weil sie selber dafür Sorge tragen, dass sie mit der Arbeit hier überfordert sind. Denn, sind wir mal ehrlich, eigentlich haben wir hier einen geilen Job am Casino. Wir schaffen es gerade. Jeder, der seinen Teil dazu beiträgt, das Casino zu einer Stärke zu verhelfen, die es noch nie hatte, und zu einem Ort zu machen, wo die Leute einfach gerne hinkommen. Unsere Vision ist es, und das habe ich jedem Einzelnen von euch gesagt, das hier nicht nur zu einem Casino zu machen, sondern zu einem Aufenthaltsort der Leute, an dem die eine anständige, geile Zeit haben, wo die auf der Dachterrasse chillen können, wo die auf Partys gehen können, wo die an Tischen spielen können, wo die coole Zimmer haben und jetzt auch noch den geilsten Club, den der Staat jemals gesehen hat. Das ist die fucking Vision. Und die funktioniert nur mit euch als Team, wenn ihr auch Bock darauf habt. Habt ihr allerdings mehr private Probleme wie alles andere und schleppt die mit zur Arbeit, dann zieht ihr die komplette Stimmung des Teams runter. Und das werde ich nicht dulden, und das ist der Grund, warum ich Frau Ciroska vor die Türe gesetzt habe. Nicht im Bösen, ich habe ihr gesagt, dass ich sie mag und dass ich sie wirklich leiden kann eigentlich, aber dass das nicht ist, was ich mir hier als Arbeitskraft vorstelle. Damit jemand ein Problem? Nein. 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 Gut. Wir werden gucken, dass wir das Team auch weiterhin vergrößern. Ich frage trotzdem in offener Runde. Ihr wisst, ich bin ein Freund von Transparenz. Wie macht sich Y gerade? Ziemlich gut. Und seine Frau möchte sich heute auch als Praktikant bewerben. Habe ich dann die nächste Problemsituation hier, wenn Mann und Frau am Casino arbeiten? Nein, 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 nein. Sicher? Da kann ich Ihnen mein Wort für geben, ja. Da bin ich ja mal gespannt. Joe, was sagst du? Bis jetzt macht er einen guten Eindruck. Susi? Finde ich auch, der macht einen sehr guten Eindruck. Jace? Ebenso. Rooks? Ich hab nur kurz mit ihm gesprochen, aber da macht er alles klar. War gut. Gut. Dann Tagesordnung. Denn die Tagesordnung sollte eigentlich nicht sein, sich mit Bombendrohungen auseinanderzusetzen. Ich erwarte, dass ihr in eurer Freizeit, dass das ein oder andere außerhalb des Casinos oder außerhalb des Casinos Aufträge besser laufen, wie sie die Tage liefen. Ich will, dass ihr anständig in einer Kolonne fahren könnt und den Unterschied zwischen Kolonne und Rennen versteht. Wenn wir in Kolonne, um Steinfeld zu verabschieden, zum Flughafen fahren und zwei haben ein Rennen gefahren und sagen, Erster, ich bin schon da, während die anderen hinterherfahren, dann ist das keine Kolonne. Wenn die Kolonnenfahrt dann dazu führt, dass wir alle mit 25 Stundenkilometer hinterher eiern, ist auch das eine Scheißkolonne. Das Ganze kriegt ihr aber hin, wenn ihr das Ganze einmal übt. Eine anständige Kolonne, so wie das eben gerade war. War das top, da hat das super funktioniert. Deswegen hatten wir mit Clarissa gesprochen. Wir hatten mit Clarissa vereinbart, dass wir alle einmal eine Kolonnenübung machen mit ihr. Mhm. Top. Das muss auf jeden Fall sitzen. Das nächste, Konferenzschaltungen für die Telefone, muss auch sitzen. Ist es gerade eilig? Passiert irgendwas? Wird das Casino irgendwo gebraucht? Und sei es, dass Casino-Personal gebraucht wird, um eine Straße abzusperren aufgrund einer Bombendrohung, dann muss zack, zack, alle Nummern in eine Konferenz, wer fährt wo, Kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann hintereinander weg, ab zum Auftrag. Das sind Dinge, die sitzen müssen, neben dem Casino-Alltag. Kümmert euch darum und organisiert euch, gerade zu Zeiten, wo es sonst vielleicht gerade ein bisschen ruhiger ist.
Gut. Abendplanung heute, 22 Uhr, Eröffnungsparty des neuen Ladens. Guckt einmal bitte, dass wir alles haben. Tür sollte für gesorgt sein, prüft das nochmal. Bar sollte für gesorgt sein, prüft das nochmal. Setzt euch mit Novak in Verbindung, wie er das mit der Bar machen will. Wir haben aktuell gerade keine Kühlschränke, unterstützt den sonst dabei. Guckt, ob mit der Türe alles stimmt und dann verbreitet überall, bei jedem, der es nicht hören will, dass um 22 Uhr heute die Eröffnungsparty des neuen Clubs ist. Die ist wieder komplett for free, Eintritt ist free, Getränke, Essen, geht alles aufs Haus, ist alles Promo-Aktion für das Casino und damit die Leute mit Casino nicht grimmig reinschauende Menschen vor der Türe verbinden, sondern der Ort, an dem man eine geile Zeit hat. Dafür übernehmen wir die Kosten von derartigen Veranstaltungen, um den Leuten zu zeigen, hier kannst du hinkommen, hier hast du eine gute Zeit. Alles klar für alle? Ja. Jawohl. Fragen noch, zu heute oder grundsätzlich? Keine. Gut. Nein. Seid ihr bewaffnet? Ja. 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 Nein. Gut. Nein. Wenn nein, wie ist das mit den zwei Neins? Könnt ihr mit einer Waffe umgehen? Ja. Ja. Gut. Nicht, dass ihr es groß brauchen werdet. Nichtsdestotrotz kann eine Situation potenziell brenzlig werden. Das hier ist ein scheiß Casino. Ich weiß nicht, wer so dämlich wäre, sich das zu trauen. Es kann allerdings sein, dass wir überfallen werden. Angenommen. Dann fahren hier 5 Autos vor, dann steigen da 20 maskierte Leute aus und wir stehen da. Das heißt, ich möchte, dass jeder von euch im Umgang mit einer Waffe vertraut ist, die Situation einschätzen kann, wenn wir eine derartige Situation haben, sich im Zweifel verschanzen und auch zur Wehr setzen kann. Denn dieses scheiß Casino hier werden wir jetzt nicht und auch in Zukunft nicht überfallen lassen. Aber auch dafür braucht ihr einen Plan. Wo verschanzt sich wer? Wer passt wie, wo, an welcher Stelle auf das Casino auf? Denn in unseren Schließfächern werden auch zukünftig die wertvollsten Gegenstände des gesamten Staates gelagert werden, weil diese Gegenstände hier bei uns unter dem Schutz des Casinos stehen. Das ist der Grund, warum die Leute Lagerräume bei uns mieten. Ansonsten können die ein x-beliebiges Fahrzeug oder einen x-beliebigen Kleiderschrank nehmen. Das Besondere im Casino und an den Lagermöglichkeiten des Casinos ist, es kommt nur mit Zugangskarte jemand hin und diese Zugangskarte ist durch das Casino beschützt. Die Zugangskarte und damit halt auch die Ware. Das heißt, ich will sicher sein, dass jeder von euch in der Lage ist, auf hier in Zukunft potenziell gelagerte Ware aufzupassen. Gut. Wenn sonst keine Fragen sind, an die Arbeit, gucken, dass wir einen geilen Abend organisieren. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Bitte? Sie waren bisher nicht zur Verfügung, dass Sie mir einmal die Schließfächerräume zeigen könnten, weil die kenne ich noch nicht, die Räume. Ich auch nicht. Gut, dann gehen Y, Susi und ich einmal durch und die anderen an die Arbeit, Planung für heute Abend und wenn eure Planung ist, das zu verbreiten, die Leute persönlich einzuladen und so weiter. Gut wäre, wenn wir den Laden heute Abend bei Neueröffnung wirklich voll bis oben hin haben, weil das Ding ist geil, sein Urgroßvater. Gucken, dass wir... Ich habe vor 15 Minuten noch einen neuen Quiet aufgesetzt mit einem neuen Foto. Ja, Quiet ist aber wirklich, spricht die Leute persönlich an, ne? Gerade auch die hier rein und rauskommen, sagt denen Party heute Abend, alles free und so weiter. Zu der Party, irgendjemand müsste, Drew, das könntest du sonst gleich einmal machen, orangene Brillen einkaufen. Sodass wir die der Türe zur Verfügung stellen können. Dann gibt es nämlich bei Einlass immer ein Knicklicht und eine orangene Brille, damit alle heute Abend das Gleiche anhaben. Es ist halt super dunkel im Laden bei uns, sodass wir da ein bisschen Licht in den Laden reinbringen mit. Da müsste aber noch eine Frau mit dazu einkaufen, weil die Brillen sonst nur die Männer tragen können. Dann macht ihr beide das, während wir den anderen beiden das gerade zeigen. Und danach geht es dann in die Akquise für heute Abend und die Abendplanung und das Tagesgeschäft.
Ich habe auch noch einige von diesen Neon für die Damen. Die könnte ich dann auch heute Abend noch verteilen. Perfekt, ja. Mhm. Ansonsten einfach auf Tasche behalten, sollte heute Abend irgendjemand einer was nicht haben. Wir sind allerdings mit Ping in Austausch. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Rooks, wenn du einmal die Kommunikation mit Ping übernehmen könntest. Ich guck auch mal, was der von der letzten Lieferung noch kriegt und bezahl bitte auch direkt diese von vom Casino-Konto. Okay, worum kümmert er sich? Weil ich wollte, ich mache danach noch einen Flyer fertig. Knicklichter für Jungs und Ladies für heute Abend. Ich habe gesagt, er soll mal so 40 irgendwie bringen. Ich glaube, mehr wie 80 Leute werden es insgesamt nicht werden heute Abend. Okay. Also, wäre schön, wenn, aber ja. Da vorne, die zum Beispiel wissen vielleicht dann noch gar nicht, dass eine Party ist. Deswegen sollte man denen das vielleicht erzählen. So. Ist das nicht Ping? Weiß ich nicht. Ja. Ja, dann. Wenn ich da kurz einhaken darf. Ja. Von der letzten Party, da hatte ich auch noch so 10, 15 von diesen Knicklichtern über, die hatte ich dem Herrn Novak in die Bar gegeben. Da müsste man eventuell auch nochmal nachfragen, ob diese noch vorhanden sind. Ich wollte gleich sowieso mit Novak telefonieren wegen dem Alkohol und den Cocktails. Dementsprechend kann ich da gleich direkt nachhaken. Okay, perfekt. Ich bin mal eben kurz im Büro. Ich muss da mal kurz ein bisschen Papierkram machen. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt aber einmal ganz kurz unten durch. Ja. Und ihr guckt schon mal, dass ihr, weiß ich nicht, 40 Brillen für Männer, 40 Brillen für Frauen besorgt. Ja, sollen wir vom Casino-Konto auch nehmen oder soll ich erstmal Vorkasse gehen? Nein. Nimm vom Konto ruhig. Ja, oder geh in Vorkasse, weil du weißt ja gar nicht, was du brauchst. Ja. Also wie du machst, mir egal. Da müsst du auch noch Bewerbungsgespräche machen. So, hier den Bereich kennt ihr noch, oder? Ja, genau. Ja. Genau, und ab hier geht's für euch dann zum Sicherheitsbereich. Kommt einmal rein. Im Sicherheitsbereich findet ihr zukünftig hier vorne den Schlüsselkasten. Ich weiß nicht, guck mal, kommt ihr hier ran? Ja, nein. Ich habe einen Blick. Ich nicht. Hast du eine Karte, Susi? Müsste ich eigentlich nicht haben. Nee, ich habe keine Karte. Dann machen wir Platz, dann probier nochmal. Nein. Ah, weil du keinen Arbeitsvertrag hast. Hä? So, warte mal. Nee, wir hatten noch keinen Vertrag gemacht. Du hast noch nicht mal... Du bist noch nicht mal Praktikant. Ne, ich glaube nicht. Sie hatten die letzten Tage einfach keine Zeit. Ja, das erklärt so einiges. Moment. Ja. Jetzt geh nochmal hin. Jetzt, oh ja, da sind viele Schlüssel drin. Genau, richtig. Die sind aber tabu. Die sind dann für die Vermietung und so weiter. Wenn das Ganze soweit ist, dann habt ihr auch eine Liste. Dann wisst ihr, wie, wo, was und sowas. So, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl runter. Und hier habt ihr dann die Schließfächer, auf die ihr dann auch aufpasst, die schützenswert sind, weil hier Dinge gelagert werden, die vielleicht von Wert sind, die unter unseren Schutz gestellt werden. Wenn einer hier ein Lager hat, kann er nicht einfach dran, dann muss er Casino-Personal ansprechen. Casino-Personal begleitet die mietende Person mit runter, setzt sich hier hin, macht es sich bequem, bis derjenige an seinem Lagerplatz fertig ist, nimmt denjenigen wieder mit hoch, schließt alle Türen wieder auf und auch hinter sich wieder zu. Okay. Wenn derjenige, aus welchem Grund auch immer, der Meinung sein sollte, euch zu bedrohen,
schießt ihm den Kopf weg. Verstanden. Alles klar. Das gleiche haben wir hier rechts, einmal mit kleinen Schließfächern. Die werden, glaube ich, aber gerade privat genutzt. Ich bin unsicher. Das ist mein Lieblingsweg. Hat auf jeden Fall was. Das wird hier irgendwann nur mit dem Handy empfangen ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube auch. Hinten hinter der Türe lauert eine Ikone. Das ist ein großer Tresor. So. Was auch immer passiert, wenn irgendwas sein sollte, Atomalarm, keine Ahnung was, der Staat droht mal wieder den Bach unterzugehen. An dem Ort hier seid ihr so sicher, wie es irgendwie geht. Es gibt keinen sichereren Ort im Staat. Was auch immer passiert, drückt niemals den roten Knopf. Das wollte ich gerade fragen. Ich wollte gerade fragen, was ist die Funktion des Knopfs? Drückt niemals den roten Knopf. Okay. Die Versuchung ist ja schon groß. Ich wollte gerade sagen, die Versuchung ist groß, herauszufinden, was passiert, aber drückt, wir lassen es lieber. Niemals, egal was ihr macht, drückt niemals den roten Knopf. Okay. Okay. So, damit habt ihr alles gesehen, beziehungsweise es gibt noch Nebenbereiche, Wäschereibereich, Treppenhaus und so weiter. Da könnt ihr aber euch dann irgendwann bei Gelegenheit mal mit vertraut machen und das ist tatsächlich nicht so wahnsinnig relevant. Okay. Also ist nicht so, als wenn wir da groß irgendwie was machen würden. So, wenn ihr eure Sachen waschen wollt, könnt ihr durch den Sicherheitsbereich auch in die Wäscherei rein. Aber, ja. Alles klar. Wie gefällt es dir bisher beim Casino Susi? Sehr gut, Herr Bassas. Ich fühle mich wohl. Sind Sie zu weit zufrieden mit mir? Nein. Wieso nicht? Schau ich, wenn dein Praktikum zu Ende ist. Ach so, okay. Bis dahin, nein. Okay. Den Club für heute Abend, den habt ihr gesehen schon, oder? Ja, sehr beeindruckend. Ja, den konnte ich auch schon sehen. Perfekt. Was ist denn mit ihrer Frau? Wann will die sich denn vorstellen? Wenn es geht, heute Abend. Wenn sie Zeit hätten. Ja, wir haben Abend.
Ich kann sie nachher mal anrufen. So, wie sieht's aus bei euch? Ja. Herr Novak geht nicht ans Telefon ran. Brillen haben wir gekauft. Die haben $880 pro 40 Stück gekostet, also 1660. Ja, nehmt euch das vom Konto einfach. Das. Ja. Und dann wollten wir halt noch fragen wegen dem Schließfach und wegen einem Apartment. Ja, Apartment habe ich jetzt auf einmal zwei freigekriegt. Deswegen dachten wir, wäre ja die beste Gelegenheit. Und Herr Jay ist draußen, also unser Mitarbeiter, möchte auch ein Apartment. Und ich wollte das Zimmer von Lino dann nehmen, hier im Casino. Ja, da muss ich einmal gleich die Schlösser machen. Und hier im Casino muss ich das Schloss auch machen. Du bist die, für die das reserviert ist, oder was, Susi? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Nee, reserviert ist für einen von Leos Truppe. Ich wollte gerade sagen, ich habe die 509. Ich würde hier dann nämlich aussehen und ins Apartment ziehen. Ah, dann die 509. Okay. Ja, okay. Das heißt, dann kann die 505 ist reserviert für einen von den Rockern. Genau. Guten Tag. Die 509 tauschen wir dann durch einmal mit Susi. Und ich muss dann einmal, gut, ich muss sowieso zwei Büros räumen und das, was nicht bezahlt ist, auch räumen. Also drei Stück. Aber dann brauche ich ja die 505 muss ich auch räumen. Also ich muss vier Zimmer räumen gehen. Dann gehe ich das jetzt fertig machen, kümmert euch um alles Weitere und ich mache mal gerade Schlüssel. Wäre dann für mich auch noch ein Hotelzimmer frei? Nein. Okay. Aber ein Apartment. Ja, später vielleicht. Erstmal würde ich ein Hotelzimmer nehmen, wenn dann wieder eins frei ist. Bei ihm sieht es gerade nicht so rosig aus. Sino, machen die beiden einen guten Job gerade? Meiner Meinung nach einen sehr guten. Oh, vielen Dank. Danke, Sinn. Weiter so. Ich hätte gleich ein Apartment frei. Okay. Würde ich dann nehmen. Novak. Dachte ich mir. So, dann bin ich mal Schlüssel machen und ihr organisiert alles Weitere. Ja. Jetzt kommt gutes RP. Wow, Chat. Wow. Ja, aber das dauert. Okay. So. Kann ich Ihnen noch nicht sagen, wann das kommt. Hallo. Ping, hast du schon eine Lieferung vorbeigebracht? Ja, Lux hat 40 Stück und ich habe 40 Flauendinger im Auto, aber die bräuchte ich eine Dame, die das klägt. Okay. Frau Klaus. Kann die Dame das rausnehmen und mir dann geben? Ja, das Problem ist, du kannst das halt, das ist ein bisschen doof, wenn du das hast, weil dann vermisst du diese ganzen Ketten, hast du 80 Stück, weißt du? Hast du ja zwei Beutel, dann nimmst du vielleicht aus dem Falz einen Beutel aus und dann ist kacke. Jay, sag mal, Sino soll mal kommen und soll hier mal helfen. Ich muss mal ganz kurz eine SMS lesen. Noch kurz, bevor du liest. Eine Minute. Nein, warte kurz, dauert nicht lang. Okay. Viel Spaß, sag Grüße zurück. Du hattest einen harten Arbeitstag? Du bist gestresst und angespannt? Du irrst ziellos durch den Staat? Du suchst einen passenden Ausgleich? Dann komm zum Diamonds Casino. Wir bieten dir Entspannung in unserem Resort. Nutze das Ambiente des Casinos, um einen Abend im Luxus zu erleben. Versuche dein Glück an den zahlreichen Tischen und lass deine Träume wahr werden. Schalte auf den Partys im hauseigenen Club ab. Das Diamonds Casino. Die Anlaufstelle für dich im Start.
Frau Cross? Ja. Das ist grandios, da würde ich mich sehr gerne erkenntlich zeigen. Das ist für Sie. Können Sie das einmal Vince zur Verfügung stellen? Und ich werde es auch den anderen DJs auch einmal geben. Ich möchte, dass auf einer Party einmal am Abend Werbung läuft. Krieg mal hin. So zwischen zwei Tracks sollen die das einbauen. Ja, krieg mal hin. Oder auch für Sie, wenn Sie bei uns auflegen, dass Sie das einmal am Abend einfach einbauen. Einmal so einen kleinen Werbebreak auf der Party. Klar, bekommen wir hin. Perfekt, cool. Gut. Wo ist denn Ping jetzt? Ist heute Abend DJ? Der muss rauskommen mit den Ketten. Also. Vince ist heute DJ. Ja, ich probiere gerade etwas. Dann rufe ich den mal an und versuche den mal zu erreichen. Ja. Was, Rooks? Probiere gerade etwas. Wenn das funktioniert, haben wir einen richtig geilen Flyer. Wenn nicht, habe ich einfach gerade Lebenszeit verschwendet. Okay, Hauptsache wir haben einen, weil Eröffnungsparty, die wird crazy. Habt ihr die schon gesehen? Die Bilder? Nee. Also doch, die Bilder auf Twitter haben wir schon gesehen. Wollt ihr mal gucken? Klar. Ja. Knast-Disco, let's go. Ah, warte mal, ich gebe euch Karten gerade, Moment. Danke. Danke. Ihr habt keine Ahnung. Hast du schon gesehen, Rooks? Ja, oder? Nee, ich hab mal noch nicht gesehen. Ach, auch nicht? Nee. Ich bin auf Koks, wird eh gut, also. Ich weiß nicht, ne? Ich bin den ganzen Tag hier, dann muss ich irgendwie kurz weg und alles eskaliert. Ich hab so ein schlechtes Timing die letzten Tage. Ja, gut, das ist, Brauchst du was zum Rauchen, zum Runterkommen? Die Bombendrohung heute hat aber ja auch keiner kommen sehen. Was? Ich hab erstens Zeit. Werdet ihr entführt? Ja. Ja, warte, ich geb dir auch eine Karte, Ping. Dann könnt ihr schon mal gucken für heute Abend. Ja. Ich habe eine Idee für heute Abend. Was denn? Guck mal, pass auf. Ich sponsor zwei Herrenketten und zwei Damenketten, ne? Mhm. Und ja, warte, die Herren und... Erzähl gleich, jetzt lass erstmal wirken. Okay. Hey, was ist das denn, Gefängnis? Das ist das Gefängnis. Hast du eine Gefängnis-Fly-Karte für mich? Komm rein. Die Gänge sind breiter als vorher, oder? Ja. Okay, aber bevor ich jetzt da runtergehe, ich bin verheiratet. Oh, ich kenne die Tür. Komm jetzt rein hier. Komm ins Gefängnis. Ich kenne die Türen auch. So, Bar Nummer 1. Das ist sexy. Oh Gott. Hey, das sieht. Herzlich willkommen im Gefängnis. Oh, mega gut. Bitte sag mir, dass heute Abend so ein richtigen Techno aufgelegt wird, nicht sowas wie letztes Mal. Wieso, was war denn letztes Mal? Ja, letztes Mal ist so Hands Up und keine Ahnung, dann irgendwelche Zartdinger gemixt mit ein bisschen Elektro. Nee, es muss schon so... Ja, heute muss der Bass richtig ficken. Weißt du, da muss der Schweiß von der Decke klopfen. Das muss so richtig ekelhaft. Ich hoffe tatsächlich, wenn der DJ mir die Einweihungsparty verkackt, hiervon bin ich sauer. So. Wer legt denn heute auf? Vince. Warum nicht diese Lia und diese andere? Weil ich keinen Bock auf die habe. So. Weil die Goa spielen sollten, die waren der Meinung, Goa würde nicht scheppern, passt aber zu dem Laden, dann habe ich die halt ausgetauscht. Hm. So, hier vorne habt ihr noch VIP-Bereich. Okay. Ist geil, oder? Ja, schon richtig geil, ja. Und hier hinten habt ihr VIP-Bereich. Okay. Muss ich da meinen Finger drauf tun? Noch nicht, in Zukunft schon. Kannst du meinen dann einscannen? Könnte ich. Das wäre gut. Hier ist VIP-Bereich. Ui. Mit eigener Bar. Okay, das ist ja. Eigener. Oh, da kannst du von hier oben die Tanzenden beobachten. Ja. Und wenn du in Zukunft was anlieferst, die arbeiten noch an dem Zugang, dann komm mal mit. Also wenn du irgendwie hier, weiß ich nicht, Leuchteketten anlieferst oder so, dann kannst du auch demnächst direkt hier reinfahren. What the fuck? Okay, das ist geil. Oh, wie riesig. Anlieferungsprojekt. So rein, cool. Das feiere ich tatsächlich. Vor allem könntet ihr dann, wenn ihr hier auch irgendwie was vertreibt oder sowas, oder also jetzt mal angenommen, ihr würdet hier, weiß ich nicht, irgendwie Koks auch vertreiben oder so, dann könntet ihr dann durch den Eingang, könnt ihr ein Koks-Auto hier hinfahren, dann könnt ihr euren Scheiß da drin und dann könnt ihr das verticken auf der Party.
Ja, also tatsächlich haben wir jetzt ein bisschen, also machen gerade ein bisschen was beleidigt heute Abend. So, weil das gehört einfach zu einer Party dazu, ne? Ja. Was wäre eine Party ohne Koks? Ja, ist halt echt so, oder? Aber dann höre ich wieder, ja, ich würde gern was lauchen. Meine Güte, auf einer Party, ne, wo so Techno und sowas läuft, denn was zu lauchen, ne? Meine Güte. Hast du das Neue schon probiert? Das komische das Zeug? Ja. Ne. Hör mir auf. Das sieht so ungesund aus, ne? Ja, aber ich habe nur Gutes davon gehört. Weiß ich nicht, da. Ging los. Nee. Ich glaube, irgendwann probiere ich das selber mal. Einfach zu Forschungszwecken. Also ich hätte noch eins. Hast du eins dabei? Nee, nicht dabei, aber... Oh, weiß ich auch nicht, ob ich das kurz vor der Party machen sollte. Das Ding ist, ich will ausfinden, wie das hergestellt wird. Da bin ich gerade dran. Das wäre natürlich insane, ne? Aber der Laden, der ballert anders, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn jetzt noch richtig fetter Techno läuft oder so, dann geht's richtig ab. Nee, Goa, Alter. Du brauchst Goa, Goa in so einem Schuppen. Immer, ja, Goa kommt halt drauf an, wer das macht, ne? Goa ist so eine Niesenlichtung. Boah, vielleicht mache ich es heute Abend doch lieber selber, ey. Weiß ich nicht. Also ich will halt nicht, ich sag's dir ehrlich, ne, wenn Winz sowas wie letztes Mal, dann ist halt, dann passt das nicht. Ja, ich war leider nicht dabei. Ja, wie gesagt, das war so hands-up, so ein bisschen zart gemischt mit ein bisschen Elektro und das passt halt dann nicht, weißt du? Da muss halt so der Bass ficken hier. Da muss die Ohrwatzeln müssen wackeln. Die Karte wieder? Nee, die kannst du für heute Abend behalten. Okay. Guck mal, Idee ist, ich besorge 2 Männerketten und 2 Flauenketten, ne? Mhm. So, die sponsor ich. Und entweder, was cool wäre, halt so ein bisschen, dass ihr vielleicht ein bisschen Werbung für mich macht. Und dann, ihr verteilt ja 40 Ketten von jedem, ne? Und irgendwann nutzt halt so eine Kette mit durch. Und irgendeine random Person hat einfach diese Kette in der Tasse. Mhm. Und kann sich als glücklicher Gewinner setzen. Und das halt 2 bei Männern und 2 bei Frauen. Ich finde das richtig cool, weil es halt irgendwann durchlutzt, ne? Das ist cool. Wir werden Werbung für deinen Laden machen heute Abend. Cool. Dann besorge ich 2 Ketten. Hast du irgendwie... Also ich werde nicht die ganz teuer nehmen. Ich werde so eine Kuba Chain, glaube ich, 2 Stück nehmen, weil das passt bei den meisten. Ja. So ein Bestseller halt. Das sind dann so wert 16.000 und für die Flauen finde ich auch noch 2 Söhne und dann passt das. Ja. Und die kriegst du von mir gestellt. Die bringe ich nachher mit. Ja, wir werden ein bisschen Werbung machen dafür. Cool. Vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, das ist eine coole Sache, dass auch mehr Leute für euch dann kommen. Und dann hoffen wir mal, dass das heute Abend eine geile Nummer wird. Also ich will hier wirklich eine nice Einweihungsparty haben. Mhm. Ich hoffe, die Leute nehmen das da gut an. Mal gucken. Ja, wie gesagt, Söhne mit viel Bass und dann Liner. Ja, vielleicht lasse ich den einmal vorher kommen. Der soll mal anspielen, soll mal so, weißt du? Anspielen, ja. Was er sich so für heute Abend. Also, ich möchte halt das, nicht, dass du da allein seist, weißt du? Ja. Geh nicht ans Telefon. Vielleicht hat er sich nochmal hingelegt und macht noch Mittagsschläfchen, weil heute Abend lang wird. Wahrscheinlich, ne? Ja, okay, egal. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir den vorher noch irgendwie ran, dass wir das da nochmal hören können. Und dann, weil das muss heute Abend gut werden, wirklich. Ja, das... Also ich kann nicht Sonnenladen neu ja, aufmachen und dann dabei rein... Das geht ja, überhaupt nicht. Ja, das funktioniert nicht. Dann kommt keiner mehr nächstes Mal. Ja. Und ich weiß halt, ich sag dir ehrlich, beim letzten Mal, also mir hat's nicht gefallen. Ich habe auch von ein paar anderen gehört, dass es denen nicht so gefallen hat. Deswegen komme ich so an dich ran und sag's dir halt, weil... Ja, das wäre halt doof. Ja, meinst du, ich soll doch lieber die anderen nehmen? Boah. Also ich sag ganz ehrlich, wenn es ums Zeppern geht, sind die, glaube ich, schon besser. Boah, ich rede mal mit denen. Hol die Land, die sollen hier so ein Probeset spielen. Die haben zu mir gesagt, sie haben Probeset. Die ist gar nicht da.
Das muss ballern heute. Ja, auf jeden Fall, ne? Er schreibt mir SMS. Warum? Ah, Vorstellungsgespräch. Okay, dann machen wir das Organisatorische zuerst. Okay, das heißt, ihr seid da heute Abend? Wir sind da, ja. Perfekt. Besorg jetzt noch deine 4 Ketten quasi, dann bringe ich die noch vorbei. Hast du die anderen Frauenketten denn jetzt weitergegeben? Die, ja, die habe ich weitergegeben, okay, top, meine cool. Dame. Okay, wenn du sonst was brauchst, sag Bescheid. Ja, Rechnung ist glatt gezogen. Die ersten zweimal, wo ich geblacht habe, gingen auf mich. Die erste Party komplett. Bei der zweiten, die erste Tourle, ging auch auf mich. Ich habe jetzt nur die von letztem Mal berechnet. Ja. Und die von heute quasi. Aber die haben mir Geld schon gegeben. Genau, ich habe Geld schon bekommen. Cool, ich habe auch noch mal runtergegangen. Okay. Weiß, so viele machen. Rux, kommst du mit Vorstellungsgespräch machen? Let's go. Lux, du musst mal Kredite anbieten für Ketten. Manche haben nicht genug Geld. Ja, es kommt, wird alles mit der Zeit kommen, so, ne? Wir sind gerade dabei, es alles aufzubauen. Zum Beispiel Mike, der hatte nicht genug Geld für Kette, ne? Jetzt hat er Schulden bei mir. Mach keine Ahnung, was du meinst, ne? Was geht da? Was geht da? Guten Abend. Wir haben jetzt Vorstellungsgespräch, weil das gar kommt mit. Okay. Wo ist denn Bennett? Kurz, keine Ahnung, der ist anscheinend gerade weggefahren, so wie ich mitbekommen habe von den Leuten. Hä? Ja. Bennett macht zwischendurch Bennett-Sachen. Jo. Bennett, wo bist du? Ich habe gerade eine Uhr verkauft, bin in 2 Sekunden am Casino. Okay, wir haben jetzt Vorstellungsgespräch. Ich bin in 1 Sekunde da, ich fahre gerade auf dem Highway auf der Höhe Casino hoch. Okay, bis gleich. Schlecht. Guten Abend, Herr Butters. Mahlzeit. Wegen der Tür. Sollte. Nee, ob du die erreicht hast, du wolltest die doch anrufen. Tag. Ja, ja. Sie sind mein Vorstellungsgespräch. Ja, genau. Okay, dann wir warten noch auf eine Person und dann gehen wir gleich los. Novak, du weißt Bescheid wegen Bar heute? Ja, ich habe mir die Gegebenheit schon angeguckt. Die Gastro ist voll ausgestattet. Ich kann loslegen. Ich bin auch die ganze Barzeit, also Partyzeit zur Verfügung an der Hauptbar. Und eventuell haben wir an der zweiten Bar, an der kleinen, haben wir nachher auch jemanden. Okay, top. Legen Sie die Sachen wieder aus oder soll ich mit den Herrn Okoye das in Rechnung stellen? Warte, ich habe dir das geschickt, was Sie mir geschickt haben. Das sind die Musiklichtungen, was Sie haben. Kannst du nachher durchgucken. Ja. Thema Alkohol ist gemeint, weil Herr Okoye requietet hat, dass er die Drinks spendiert. Ach so, stimmt. Der hat gesagt, es geht auf den. Ja, dann soll er auch die Rechnung bezahlen. Mhm. Ja, weil, genau. Dann richte ich das an den Herrn Okoye. Gut. Gut, ist das auch abgehakt. Ja, ich habe mit Leon von Leos Truppe gesprochen. Die wissen auch Bescheid. So, 3-4 Mann kommen nachher hier hin. Von denen für die Tür. Das hat ja letztes Mal gut geklappt mit draußen geben und drinnen wieder abgeben. Ja. Gut, dann bin ich wieder in Diamond Oil. Hat jeder alles Essen, Trinken oder brauchen wir noch was? Ich brauche gerade was. So. Gut, Mitch, was brauchst du? Hast du gerade was da? Na klar. Kannst du mir 2-mal Schnitzel und 2 Energies geben? Gut, dann Bennett ist auch da, dann Valeska, Bennett, Rooks und ich und wer sind Sie? Gib mir eine Minute, ich lade gerade was auf, bitte auch. Ich bin Alita. Ja. Ah, wer? Alita Forsberg. Alita Forsberg, gut, kommst du mit mir. Du weißt, was lang geht, Rooks. Halt! Stopp! Hi. Das funktioniert so nicht. Was funktioniert wie nicht? Ja, so hier einfach durch das Casino laufen. Wieso? Weil man nur durch das Casino läuft, wenn man auch eine Clubzugangskarte in der Tasche hat und um 22 Uhr auf die beste Party zu gehen, die man je gesehen hat. Danke, hatte ich sowieso vor. Perfekt, bis nachher. Bis später. Weil die wird alles gedacht haben, nur nicht das, ne?
Ich brauche Rollschuhe für das Casino. Um schneller von A nach B oder ein Skateboard. Boah, ein Skateboard wäre cool. Lass gar nicht abschließen, bitte. Frau Forsberg. Ja? Wie ich gehört habe, interessieren Sie sich für einen Job im Casino. Ja. Erzählen Sie, ich möchte alles über Sie wissen seit Ihrer Geburt. Wieso, weshalb, warum, was haben Sie gemacht, was haben Sie in der Vergangenheit gemacht, wo liegen Ihre Qualitäten, Stärken, Schwächen, alles, das volle Programm. Sie sind dran. Also, bin in Norwegen, bin ich aufgewachsen, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Den Y. In Y. haben dann gemeinsam eine Werft aufgemacht, die wir gemeinsam geleitet haben. Er ist draußen gewesen, ich habe Roharbeiten gemacht. Und ja, das haben wir ein paar Jährchen gemacht. Bis dann halt sein Bruder leider einen Unfall gehabt hat und diesbezüglich dann leider Gottes auch verstorben ist. Mhm. Und damit haben wir dann die Werft auch quasi aufgegeben und haben dann auch unser Haus verkauft, beziehungsweise dort vermietet und sind dann nachher gekommen. Nachher? Nach hier. Nach hier. Nach hier gekommen. Nach hier gekommen. Und ja, das habe ich halt gemacht, die Büroarbeiten. Mhm. War eigentlich immer eine ziemlich gute Schülerin. Wie alt sind Sie? Ich bin 34 Jahre alt. Okay. Dann ist ja mit der Schule aber ja schon eine Ecke her. Ja, aber Sie wollten ja alles wissen. Okay. Wie ist sonst so Ihr Umgang hier im Staat? Mit wem verkehren Sie? Wo halten Sie lieber Abstand? Welche Erfahrungen haben Sie da bisher gemacht? Tatsächlich habe ich noch nie so viele Erfahrungen damit mit Personen hier gemacht, weil ich zurzeit noch viele Sachen zu Hause regel bezüglich der Vermietung des Hauses. Also stelle ich mit Ihnen jemanden ein, der nie da ist? Doch, ich bin da, aber ich habe halt ein paar Sachen auch noch außerhalb zu tun. Aber ich bin da. Mhm. Wie stellen Sie sich die Arbeit im Casino vor? Die Arbeit im Casino stelle ich mir so vor, dass wir Spieleabende machen für die Kunden, die dann kommen. Geschäftliche Sachen beziehungsweise so Abrechnungen oder so vom Casino zum Beispiel. Hab ja auch gehört, dass hier Zimmer vermietet werden, dass man sich da so ein bisschen drum kümmert. Hm. Warum sollte ich gerade Sie nehmen und nicht jemand anderen? Weil ich eine sehr zuvorkommende Person bin und ich auch so meistens die Wogen ein bisschen glätten kann zwischen Menschen, die sich gerade so ein bisschen nicht lieb haben, sage ich mal. Okay. Folgendes. Mhm. Wir suchen keine Leute für spezielle Bereiche, wir suchen Leute für das Gesamtpaket. Beim Casino zu arbeiten heißt nicht, dass sie Tische aufmachen oder dass sie Zimmer vermieten, sondern sie machen von allem ein wenig. Das bedeutet, sie stehen an der Türe, sie sind für die Sicherheit des Casinos zuständig. Wenn wir Gäste da haben, dann werden sie dafür zuständig sein, auf kurz oder lang, sofern es hier zu einem Arbeitsverhältnis käme, diese Tische zu öffnen und eigenständig Spiele an den Tischen anzubieten, die hoffentlich dazu führen, dass das Casino am Ende des Tages Gewinn machen wird. Sie werden den Leuten die Zimmer zeigen, wenn die Zimmer mieten müssen. Zimmer müssen schon mal geräumt werden, Schlüssel müssen ausgetauscht werden, Kleiderschränke müssen leer gemacht werden. Neue Leute wollen vielleicht Zimmer erstmal sehen. Besichtigungen,
und so weiter und so fort. Sobald Leute an Tischen sind, andere Leute gerade Tische aufgemacht haben, sind sie vielleicht dafür zuständig, wenn gerade keine anderen Tische aufgemacht werden müssen, dafür Sorge zu tragen, zu erkennen, wer schaut sich das gerade nur an und wer ist vielleicht ein Highroller, wer kann hier also auch kostenlos essen und trinken, um möglichst lange am Tisch gebunden zu sein. An den Tischen erfordert das Ganze ein bisschen Gefühl für Entertainment, für denjenigen, der gerade spielt. Denn was wir am Ende verkaufen, ist kein Glücksspiel, sondern ist ein gutes Gefühl und ein guter Abend. Nebenbei betreiben wir den Club des Casinos, wo die Leute bisher auch gratis feiern gehen können. Alles zur Kundenbindung und um die Leute an das Gesamtpaket Diamonds Casino zu binden. Sie zeigen den Leuten Räumlichkeiten, Tische, Dachterrasse und so weiter. Unser Ziel ist es, das hier zu einem Ort zu machen, den sie nicht mehr verlassen wollen. Sie kommen hier hin, sie mieten hier ein Zimmer, sie gehen aus dem Zimmer raus, sie treffen das erste Casino-Personal, welches stets höflich, freundlich und zuvorkommend ist und mit dafür Sorge trägt, dass der Gast hier eine angenehme Zeit hat. Das heißt, sie freunden sich mit den Leuten an, die hier sind. Ob der ihnen gerade in den Kram passt oder nicht, sie sind dafür verantwortlich, dass derjenige hier eine gute Zeit erlebt. Das bedeutet, sie fragen den, braucht er was zu essen, was zu trinken, will der spielen? Wie war die Nacht? Wie war das Zimmer? War der schon auf der Dachterrasse? Will der da nicht nur ein bisschen entspannen? Bestenfalls hat er 2 Pounder Kaffee gescheppert, kommt mit seiner Kohle hierhin und verbringt den kompletten Abend hier. Und obwohl der sein ganzes Geld verspielt hat, was der mit 2 Pounder Kaffee reingearbeitet hat, steht er am nächsten Tag auf und sagt, Mann, war das ein geiler Abend, Mann, war das nettes Personal und waren das coole Spiele und war das ein geiler Abend auf der Party. Das ist das Ziel, was wir vom Diamonds Casino haben wollen und das ist das Gefühl, was der Gast haben soll. Oh. Verstanden. Und das Gefühl vermitteln Sie. Glauben Sie, dass Sie dafür die Richtige sind? Ich denke schon. Also ich möchte es sein. Das Ganze hat einige Schattenseiten. Mhm. Die größte davon bin ich. Wenn Sie hier arbeiten, unterschreiben Sie einen Arbeitsvertrag bei mir. Das heißt, ich habe sehr hohe Anforderungen an die Leute, die hier arbeiten. Mhm. Das Ganze hier muss reibungslos laufen und die Leute müssen eine gewisse Hierarchie einhalten. Hier wird nicht gefragt und diskutiert, sondern hier wird gehandelt. Und wenn es Kacke war, wird danach gefragt, ob man es beim nächsten Mal nicht besser machen kann. Mhm. Wenn Sie allerdings aus der Chefetage was zu hören kriegen, dann setzen Sie das zuerst um und fragen dann. Nicht andersrum. Das nächste ist absolute, absolute Diskretion. Die steht bei uns an oberster Priorität. Egal wer hier reinkommt, egal wer hier rausgeht, egal was im Casino, mit dem Casino oder mit dem Personal passiert. Bleibt hier. Es geht niemand anderen was an, keine Freundin, keine Familie, kein Zivilisten. Sie können das mit dem Casino-Personal besprechen, sie können auf uns zukommen, aber es verlässt diese Reihen hier nicht. Mhm. Haben Sie bis dahin ein Problem? Nein, kein Problem. Gut. Der Umgangston kann bei Fehlverhalten schon mal etwas rauer werden. Auch damit sollten Sie klarkommen. Das ist auch kein Problem. Perfekt. Dann, Sie machen einen guten Eindruck auf mich. Ich habe ein Bedenken Dankeschön. Mit Ihnen und da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Okay. Ich stelle ungerne die Frau von an. Und was ich nicht tun werde, ist Sie wie die Frau von behandeln. In dem Augenblick, wo Ihr Mann hier arbeitet und Sie hier arbeitet, ist mir egal, was Sie in Ihrer Freizeit machen. Sie arbeiten für das Casino und der arbeitet für das Casino. Ich möchte keinen Gossip, ich möchte keinen Ehestreit, ich möchte das hier auf einem neutralen Arbeitsverhältnis, was Sie zu Hause machen, ist mir egal. Das kann ich strikt trennen. Ich hoffe es. Grundsätzlich habe ich da Bedenken, das liegt nicht an Ihnen, sondern das liegt an grundsätzlicher Erfahrung. Wenn Sie Streit haben, hier nicht. Mhm. Habe ich so verstanden. Genauso werden Sie damit klarkommen müssen, wenn Ihr Mann Scheiße baut, dass ich dem eine Ansage mache und Ihr Mann wird damit klarkommen müssen, wenn Sie Scheiße bauen, dass ich Ihnen eine Ansage mache. Na dann. Probieren was, würde ich sagen. Oberste Priorität für uns
ist ein gut funktionierendes Team. Denn auch außerhalb der guten Zeit, die sie für die Gäste schaffen, sollen sie selber eine gute Zeit hier haben. Das Ganze stellen wir nur dadurch sicher, dass das Team hervorragend ist und hervorragend miteinander harmoniert. Das heißt, sie werden am heutigen Abend dann das Team kennenlernen, sie werden vom Team eingearbeitet, ihnen wird alles gezeigt und sie haben ab heute eine Woche Zeit, sich das Ganze mit anzuschauen in einem Praktikum. Nach einer Woche setzen wir uns zusammen und reden darüber, wie die Woche gewesen ist, ob das nach ihren Vorstellungen lief und ob das nach unseren Vorstellungen lief. Und wenn wir uns da einig werden, dann bekommen sie einen Festvertrag. Praktikumszeit wird natürlich vergütet. Das soll nicht ihr Nachteil sein. Okay, verstanden. Denken Sie aber auch außerhalb des Praktikums daran. In dem Augenblick, wo Sie im Casino arbeiten, sind Sie auch außerhalb des Casinos Aushängeschild dieses Ladens. Spucken Sie keinen Leuten auf die Glatze, verprügeln Sie keine Leute an der Meeting Point und stehen Sie sich nicht am Kaffee die Beine in den Bauch. Denn Sie arbeiten hier und das ist was Besonderes. Cool. Haben Sie noch Fragen? Nein, tatsächlich nicht. Hat sonst einer noch Fragen? Ich denke, Fragen werden aufkommen im Geschehen und im Arbeiten, aber ich denke, das wird sich alles. Das hoffe ich, das wäre ja doof, wenn nicht. So, dann gebe ich Ihnen einmal hier Ihre Praktikumspapiere. Aber wir haben noch eine Frage, Ryan. Du meinst die gleich draußen? Ja, ja, genau. Ja, gleich, gleich, gleich. Dann so, so und so. Dann kriegen Sie Ihre Praktikumspapiere. Dankeschön. Dann sage ich erstmal, zumindest vorübergehend, herzlich willkommen im Diamonds Casino. Dankeschön, ich freue mich auf Zusammenarbeit. Das Team wird Ihnen dann gleich einmal alles zeigen. Kommen Sie aber trotzdem noch einmal zu mir. Wenn Sie sich dieses Bild hier angucken. Ja. Und Sie müssten diesem Bild einen Namen geben. Welcher Name wäre das? Luxus. Hey Ryan. Guck mal auf Twitter. Auf. Wie sollen wir es Twitter? Guck mal. Ja, 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 warte. Boah, wie geil! Hey, das ist ja mega geil! Das geht halt leider nicht größer. Hä, hey, das ist übel cool. Das ist ja super geil! Es geht übergeil. Es geht halt leider nicht größer. Ich hätte es gerne größer gemacht, aber ich kann es nicht größer hochladen. Hast du das gemacht? Ja. Deswegen fahre ich vielleicht ein bisschen abwesend. Warum haben wir jemals einen anderen Flyer-Menschen? Weil ich das erst gerade ausprobiert habe. Kannst du da auch noch Bilder einfügen? Nein. So vom Club? Oder eine Animation vom Club, wie das Licht da leuchtet? Hey, scheiß da drauf, lass das doch jetzt erstmal so. Ja, aber für die Zukunft. Alter, ist das krass. Gefällt dir? Das ist cool. Das ist sehr cool. Warum hast du vor 18 Minuten nichts gequittert? Wie habe ich das denn? Weil das der Moment war, wo wir an der Tür standen. Oder hast du einfach nichts gequittert? Das ist leer. Habe ich noch nie gesehen, dass etwas leer sein kann. Ich glaube, ich muss das so lassen, oder? Du hast einfach nichts gequittert. Einfach nichts. Gar nichts. Ja, mach das nach. Das ist der geilste Flyer, den ich je gesehen habe. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich wusste auch nicht, ob das geht. Das war das, was ich meinte. Ich probiere gerade was aus. Kann sein, dass es nicht funktioniert und dann bin ich traurig. Ich habe Zeit verschwendet. Wo ist Bennett? Da ist Bennett.
Hat einer was zu essen und zu trinken für mich? Bräuchte auch nee. Was zu essen, zu trinken und einen Akku. Ja, dann bleib mal stehen. Ich hätte was zu essen und einen Akku, aber nicht zu trinken. Ryan, ich kümmere mich darum, dass unsere Angestellten einen mittleren Waffenschein kriegen. Dann dürfen die ganz legal eine Gefechtspistole tragen. Ja, ist egal. Aus- ich habe den aber also so oder so eben gerade gesagt, dass die bewaffnet sein sollen. Ja, ja, aber dann haben wir das rechtskräftig anständig. Ja, ja. Ja, ich muss vorher noch Arbeitsverträge für die fertig machen. Ja, ja, ich guck mal meinen Freund Scirocco an. Ja, ja. Oh, danke. Gerne. So, dann gehen wir nach vorne. Guck mal, Rooks, dass du auch jeden einlädst für heute Abend, den du kennst, ne? Also, der Laden muss irgendwie brennen heute. Ja, das kriegen wir hin. Tatsächlich, ja. Reicht Ihnen Arbeitsvertrag? Perfekt. Dann würde ich die einmal gesammelt bei Ihnen vorbeischicken, psychologisches Gutachten, und würde ich mit der Polizei wegen dem Schusstraining kurz schließen. Perfekt. Ja, jetzt habt ihr alle. Ja, 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 ganz entspannt. So, ja. Alles klar. Sino und Drew, kommt mal mit mir, und Ypsiline, kommt auch mal mit. Ganz kurz für unsere Casino-Mitarbeiter, wer von euch hat eine Strafakte? Ketten sind da. Ypsiline ist die Frau von Y, deren Namen ich noch nicht weiß. Okay, ich bin nicht mal verstanden. Wie war ihr Name? Alita. So, Sino, Drew, nimm mal bitte Alita gleich mit. Das tolle Programm, einmal alles zeigen. Die macht ab heute Praktikum bei uns. Und wie immer erwarte ich von euch beiden dann am Ende und auch zwischendurch einmal vollständigen Bericht, wie macht sich Alita, gibt es irgendwelche Probleme, ist irgendwas nicht in Ordnung oder so. Ansonsten, ich brauche es euch nicht erklären, zeigt ihr alles, wo was ist, was wo gemacht wird und so weiter und so fort. Ja. Alles klar. Ja, alles wieder bis auf den Bereich unten kommen wir ja noch nicht hin. Ja, das ist aber auch erstmal nicht wichtig. Ja, okay. Gut. Und kurze Zwischeninfo, Herr Ping hat uns gerade die Goldketten gegeben, die wir ihm geben sollen. Mir geben? Scheint so. Er meinte, sie hätten wohl drei weibliche und drei. Ja, 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 die könnt ihr behalten. Ihr packt euch nachher die Taschen voll auf der Party. Einmal mit den männlichen und einmal mit den weiblichen Ketten. Nee, das sind Goldketten. Das sind teure Ketten. Genau, richtig. Gerade noch zu. Wir haben einmal die. Ja, und wenn du mich ausreden lässt, würde ich genau das gerade erklären. Ihr packt euch die Taschen voll mit den ganzen Leuchtebändern. Und irgendwo in euren Taschen befinden sich die Goldketten. Und heute Abend bekommen drei Glückliche per Zufall. Ihr greift einfach in die Tasche rein, bekommen Glückliche neben einer Leuchtkette gratis eine Goldkette geschenkt auf der Party. Ah. Cool, ne? Entschuldigung. Gut, dann zeigt einmal Alita, richtig? Alita ist richtig, genau. Perfekt, dann zeigt einmal Alita alles. Frau Kingston, mein Telefon ist kaputt. Moment, warten Sie mal kurz. Okay. Also ich komme sofort, ich sag mal. Ich rufe sofort zurück. Internet. Ja. Ach, meine Fresse. Okay, alles klar, geht nur um die Legalisierung von Waffenschein. Du hast mein Telefon kaputt gemacht. Ja, okay, das klärt es aber.
Wie viele Spielstunden hast du bei GTA? Nicht viel, ne? 6234. Wie viel MRP? 6234. Ich spiele sonst kein GTA. Chaos macht ja gut, aber. Hi. So, hab kurz mein Telefon 6-mal gegen die Wand geklatscht. Sie brauchen dringend ein neues Telefon. Ja, ja, wirklich. Frau Kingston. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Wie spontan sind Sie? Kommt drauf an, worum es geht. Ja, ich bin in einer Scheißsituation gerade. Wir haben spontan, wir haben den geilsten Laden der Welt. Nicht, ja. Also den, in dem sie letztens aufgelegt haben, Kurzfassung, der war voll scheiße, der musste umgebaut werden. Da sind die Rohre geplatzt. Mm. Jetzt haben wir den aber nicht nur umgebaut und die Scheiße entfernt, sondern der Laden ist eine Legende. Das heißt, okay. Ich muss eine Eröffnungsparty machen heute Abend. Da habe ich an Sie gedacht, eigentlich. Und das muss, also aufgrund des Ambientes, des Ladens und so weiter, das muss so Goa-mäßig, das muss so bababababam, das muss rein in den Aal, das muss Bass haben. Und da sagte mir eben gerade, ich weiß gar nicht mehr wer, ich habe bei Frau Kingston angefragt, die sagt, Goa ist scheiße, nee, wird nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß auf die, wir müssen wen anders finden, der bababababam kann. Und jetzt habe ich einen DJ für heute Abend und habe Angst, einen Fehler damit zu machen, weil es eine Eröffnung ist. Es ist super spontan für uns alle. Ich brauche was, bam, 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 bam. Ich gehe hier auf den Stock, Frau Kingston. Also, ich habe nicht gesagt, dass Goa scheiße ist, aber für meinen Geschmack ballert Goa nicht. Da gibt es Dinge, die wesentlich mehr Bass haben und wesentlich mehr schallern. Nicht, okay. Nicht Hardstyle, nicht so ein Kack. Haben Sie heute Abend Zeit, nicht, Frau Kingston? Nicht so ein Dreck. 22 Uhr oder was? Ja. Die Eröffnung. Ja. 2 Stündchen? Ja. Kriegen wir sicherlich was hin. Können Sie mir vorher was zeigen, was bababababababam macht? Ja. Ich muss auch, das muss ein Brüller werden heute. Irgendjemand hat mir eben gerade erzählt, sie haben irgendwelche Veranschaulichungssets oder sowas. Ja. Können Sie in den Club kommen und mir was auflegen, was bam macht? Ich kann, ich kann, kann ich machen. Cool. Wann sind Sie hier? 10 Minuten. Bis gleich. Backup-Musik ist bereitgestellt. Leider erreiche ich Vince nicht. Scheiß auf Vince! Alle sagen, der ist gut, aber dann sagen die, ja, aber gestern, das war nicht so, das Eröffnung, das muss... Ja. Nein. Wir haben gerade versucht, die Gordon-Truppe zu erreichen, alle nicht erreichbar, dann habe ich Gordon kurz erreicht, augenscheinlich den Autoauftrag gerade. Der komische Irre, der mit einer RPG auf mich geschossen hat und die Droge verteilt hat, die Tasche umkippen gelassen hat. Okay, aber ist doch gut. Tatsächlich, ja. Wir sollten gucken, dass wir bestmöglich unterstützen können. Ja, die werden das schon hinkriegen, oder nicht? Die letzten Karren, von denen ich gehört habe, sind alle gestellt worden von den Cops. Ja, dann sollten wir gucken, dass das diesmal nicht passiert. Oder so schlau sein wie die Rocker und einen Deal mit den Bullen machen. Ich glaube halt, die haben keinen guten Fahrer gerade. Hallo. Du hast angerufen. Gleichzeitig mit einer anderen Person. Deswegen war mein Handy kaputt. Naja, was soll ich sagen? Du hast mich angerufen heute irgendwann im Laufe des Tages. Ja, ich rufe dich gleich zurück. Warte kurz. Okay. Ich bin wirklich Telefonzentrale. So. Vince.
Jo, Vince. Ja, bitte. Pass mal auf. Wie lange bist du denn da heute? Open End. Was heißt Open End? Theoretisch bis, wenn es sein soll, bis 4. Nee, das, also 4 ist schon echt spät. Das Ding ist, ich will 2 DJs haben heute. Ja. Das heißt, ich würde dich ab 0 Uhr einplanen. Passt dir das oder ist dir das zu spät? Nö, nee, krieg ich hin. Easy. Perfekt. Weil ansonsten hätte ich noch wen Drittes, den ich fragen kann. Wenn du aber sagst, ey, nee, sowieso bis Open End und ich kann bis Zweifel auch bis 2 oder bis 3 halt machen, würde ich keinen Dritten mehr einplanen. Nee, ich könnte, also der ganz Theorie könnte ich auch bis 6 durchziehen, ne? Also ist so. Ja, da, nee, also ganz ehrlich, also wenn ich bis 6 Uhr feiere, ne, dann, nee, aber okay, dann plane ich von 22 bis 0 einen anderen DJ, ab 0 Uhr bis Open End dich. Immerhin. Das heißt aber, du bist dann das Ende. Das heißt, du bist, du musst, wo es meine Mama bereit haben. Macht das nicht der DJ davor? Oder meinst du, nee, also am Ende, wenn man dann ganz genau, spät... Genau, richtig, du bist dann der Rausschmeißer ganz am Ende. Ah, genau, okay, ja. Krieg hin. Okay, cool, alles klar. Dann sehen wir uns auf der Party nachher. Natürlich. Bring so viele Leute mit, wie du kannst. Das wird ein Banger dieser Abend. Versuche ich. Versuche mein Bestes. Perfekt, bis nachher. Nachher. Wehe, einer kommt nicht auf meine Eröffnung. Ja, ich weiß nicht, wie wir uns da einmischen sollen jetzt in die Gordon-Truppe. Ja, ich habe ihm nur gesagt, dass sie Bescheid sagen sollen, sollten die Cops hinter denen haben, weil dann kann ich versuchen, die Cops davon wegzulenken. Mal gucken, vielleicht erbeuten die diesen geilen Stoff, Alter. Dann können wir den vielleicht auf der Party ausprobieren. Das wäre cool. Ich bin ja... Also es reizt mich ja schon ein bisschen, das mal selber zu nehmen, ne? Ja, mich auch tatsächlich. Mal so eine neue Droge ausprobieren, ey. Nachdem Tascha erzählt hat, sie hat danach irgendwelche leistungssteigernden Ansätze gehabt und wollte Bäume ausreißen und so. Ich würde ja schon mal gerne wissen, wie das ist. Ne? Aber ich habe auch Angst, einfach umzufallen. Aber vielleicht kann das die Partydroge für heute Abend werden. So, jetzt rufe ich einmal Leo an. So. Hallo Leo. Was geht? Ja, du hattest angerufen im Laufe des... Ja, du, Leo. Ja? Das mit eurer Überraschung. Ja? Das ist immer noch nix. Okay. Und ich könnte dir halt auch erklären, warum, aber das wird halt die Überraschung kaputt machen. Das heißt, du musst entscheiden, ob du wissen willst, warum, damit du nicht denkst, ey, ich will dich irgendwie verarschen oder so. Oder du sagst, ey, ich warte im Zweifel noch 2-3 Tage und ich will nicht wissen, was die Überraschung ist. Ich sag dir, wie es ist. Ich glaube nicht, dass du mich auch nur ansatzweise irgendwie verarschen wollen würdest. Ja, aber ich will dich auch nicht hinhalten oder so. Nein, alles fein. Ja. Chris hat mir gesagt, dass uns das sehr, sehr freuen wird. Und dass es eine große Überraschung ist. Von daher, wenn es lange braucht, dann braucht es eben lange. Ja, das braucht wahrscheinlich nicht mehr lange. Das hat einfach äußere Einflüsse, die ich gerade nicht, die ich nicht beeinflussen kann. Also nicht nur gerade nicht, sondern grundsätzlich nicht. Ja, alles gut. Also wenn ich die könnte, also wenn ich die beeinflussen könnte, wäre sehr geil, dann wäre ich sehr reich. Okay. Mhm. Okay. Nein, wie gesagt, ist für mich prinzipiell kein Problem. Okay, ja. Gut. Ja, also sobald... Die Jungs fragen natürlich ab und an, ne, warum ja, ja. Arbeiten wir hier, oder warum machen wir Sachen für lau, so nach dem Motto? Ne? Ja, glaub mir, das ist nicht für lau. Also das... Das sollte auch letztes Mal nicht irgendwie... Nein, ich habe das auch nicht so aufgefasst. Ne? Das ist ja alles in Ordnung, aber keine Ahnung, vielleicht noch 1-2 Tage oder so, maybe... Wie gesagt, also ich bin da geduldig, die Jungs halte ich auch noch ruhig, ne? Also indem ich denen sage, da wird was kommen, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, weil ne, ich vertraue dir da voll und ganz. Da brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Ja, okay, alles klar. Ja.
Gut. Alles klar. Wegen heute Abend, Leo. Was ist der Plan? Ja. Wegen der Party, meinst du? Ja, das ist nicht nur irgendeine, Leo. Ja, das ist die Einweihungsparty, ne? Du hast nicht gesehen, von was, ne? Ja, ich habe irgendein Quitterbild gesehen. Willst du mal vorbeikommen und ich zeig dir mal, von was? Ja, wir sind gerade... Brauchst du Moonshine heute Abend? Nee. Hätte sein können. Ich brauche Leute, die richtig Bock haben, Party zu machen und vielleicht zwei an der Tür. Das kriegen wir hin, aber mit dem Zeug, was wir gerade brennen, könntest du bestimmt die Leute auch ganz gut abfüllen. Was ist denn das? Naja, es ist halt selbstgebrannter, ne? Ja, nehme ich im Zweifel auch. Also... So weiß ich nicht, 30, 40 Flaschen nehme ich. Wie gesagt, normalerweise verkaufen wir so eine Pulle für, glaube ich, 58 oder so. Okay, ich gebe euch 70 pro. Na gut, ich bin mal kurz eine längere Frage gleich lesen. 40 Flaschen auf, kein Problem. Perfekt. Also ich brauche dringend zwei an der Tür heute. Das werden wir wohl hinkriegen. Und zur Not mache ich selber. Und ich brauche Leute, die wirklich Bock haben, auf diesem anderen Level zu feiern. Weil das wird der Abend heute, Leo. Okay, ich bin gespannt. Und dann komm mal rum gleich irgendwann und ich zeig dir den All. Das mache ich. Alles klar, bis gleich. Wir brennen hier eben fertig und dann... Okay, alles klar. Ja, top, alles bis klar. Gleich. Dann bis gleich. Gib mal die Nummer von Elani, bitte, Valeska. Darf ich mir den Club schon mal angucken? Ja, Augenblick. Du meinst Glowfellani, ne? Ja. 575 975 935 935. Was haben wir? Am Telefon, Moment. Ja. Kann ich dir ansonsten... ja, lass mal einen kurzen Schritt beiseite. Ich war gerade. Dann komm mit. Gehen wir hier lang, ist kürzer. Bin sehr gespannt. Hab auf dem Foto von Sino schon ein bisschen was gesehen. Es Gitterstäbe, ist richtig? So geil. Es ist so geil. Du hast alles dabei? Ich hab die Musik dabei, ja. Naja, bin ich gespannt. Das muss aber richtig, ich kann das Portfolio muss... auch ansonsten per Bluetooth einfach rüberschicken. Hauptsache Shepard. Also muss richtig scheppern. Ansichtssache. Ich muss richtig scheppern heute. So, warte mal, ich habe mir gerade mal eine Karte. Ich habe schon zwei. Egal, ja, Sie haben mir vorhin schon einen in der Hand gedrückt. Ja, ist egal. Ach, okay. Nun, natürlich. So, das ist der neue Eingangsbereich. Willkommen im Gefängnis. Sexy. Oh, dann... Oh Gott. Ich ahne es. So. Aber dann brauchen wir einen Dresscode. Dann... Ja, es ist recht dunkel, deswegen wird der Dresscode recht komisch. Wir haben gerade, ja, weil es so dunkel ist, damit man sich gegenseitig ein bisschen sieht, haben wir überall jetzt Knicklichter besorgt für heute Abend, die an der Türe verteilt werden, und diese LED-Brillen. Ansonsten würde ich das ganz gerne all in white machen heute Abend. Werden wir das an der Türe nochmal sagen, weil es ist wirklich, wirklich viel zu dunkel noch, weil die Strahler alle noch nicht funktionieren. Ah ja. Aber wir haben da vorne eine Bar. Ja, das hier ist jetzt die Tanzfläche. Ja. DJ-Pult hat sich auch ein bisschen was getan. Also wir haben viel mehr und größere Boxen. Ja, es ist wirklich dunkel. Aber hier gibt es jetzt auch einen kleinen Tisch für den DJ, ne, damit der Schick. Auch immer versorgt ist. Ja, es sieht ein bisschen anders aus wie vorher, ne? Die Decke ist wild. Die LED-Panels. Ist geil, oder? Holy shit! Ja, also da kommt noch viel mehr zu, aber das muss alles noch angeschlossen werden. Hier oben wird dann VIP-Bereich sein. Ja, cool. Gerade irgendwie, weiß ich nicht, ne, falls ihr irgendwie zu zweit kommt wieder oder was und einer muss gerade nicht auflegen, kann er sich auch im VIP-Bereich gemütlich machen. Das da vorne ist nur der Zugang zur Bar.
Und ja. Ansonsten, wenn es mal brenzlig wird, weiß ich nicht, Bombenanschlag auf den Club, wollen wir nicht ausgehen, aber dann gäbe es hier ansonsten noch den VIP-VIP-Bereich mit Büro und auch nochmal eigener Bar. Ja, das erinnert mich ein bisschen an das Galaxy. Ja, ja, das ist... Aber ist cool, ne? Ja gut, abgesehen davon, dass man durch die LED-Panel nicht durchgucken kann, ja, ist ein bisschen schade, ja, aber... Ja, da hinten ist dann nur noch Anlieferungsbereich. Ne, ist cool. Deswegen muss das knallen heute. Ja, ja, Geschmäcker sind verschieden, ne? Na dann lass mal knallen. Kann ich mal zeigen, was mir vorschwebt, was ich mir hier vorstellen könnte, was in meinen Ohren knallt. Mhm. Augenblick, ich bereite alles vor. Super geil. Super, freut mich. Gut, dann finden wir den Ausgang. Und dann machen wir um 22 Uhr, lassen wir scheppern hier. Oh Gott, ich blicke gar nicht durch hier. Ach, ja, 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 ja. Also es wird ein bisschen heller. Also guck mal, du siehst überall die Strahler und so. Die sollen alle noch in Betrieb genommen werden. Ne? Also da alleine sind 4, hinter uns sind auch noch welche und so. Also das wird noch eine ganze Ecke wilder dann in Zukunft. Mhm. Aber, also jetzt nachdem das hier fertig ist, können wir heute Abend nicht die Einweihung machen. Ja, alles gut. Also ganz, also nur zur Info, das, was ich jetzt gemacht habe, gibt es auch noch in Schneller. Aber ich glaube, das ist schon ganz okay zum Tanzen. Ja, 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 das ist schon top. Super. Freue ich mich, das wird richtig cool. Ja, ich bin sehr hyped. Gut, ich muss aber mal gerade telefonieren. Ja, viel Spaß, bis später. Grüße. Elani. Ja. Was seid ihr eigentlich für ein Haufen? Was, warum? Ein schöner Haufen. Ich habe noch nie auf einer Party jemanden von der Grove gesehen. Warum? Das war gerade zeitlich immer sehr ungünstig. Pass auf, heute Abend ist die Party. Die Party? Ihr müsst da sein. Zur Party. Wir haben den kompletten Club. Wir haben den kompletten Club umgebaut. Das wird scheppern heute Abend. DJ, krass, alles wirklich Lichter, neuer Laden. Das wird eine Legende werden. Okay, wo ist der Laden? Der Casino-Club, Seiteneingang. Dass du mich das fragst alleine nach der fünften Party, enttäuscht mich zutiefst. Ich kam nicht dazu. Warum? Was habt ihr gemacht? Drogen verkauft den ganzen Tag? Zum Beispiel. Und das war so spät, dass ich ins Bett musste. Schönheitsschlaf und so. Aber das ist ein besonderer Abend heute. Neueröffnung. Wartet der besondere Abend? 22 Uhr. Auch wirklich? Ja. Das ist mit meinem Wecker nicht so vereinbar. Ja, ich guck mal, ob ich wenigstens vielleicht kurz rumkomme noch. Okay, bis gleich. 22 Uhr. Und bring deine feierfaulen Leute mit. Das mache ich auch. Und ich soll dir von Raffi was ausrichten. Was denn? Ich glaube, er hat gesagt, du hast dein Enkelkind nicht mehr lieb. Ich rufe ihn an. Okay. Bis gleich. Tschüss. Tschü. Ich bin nicht Raffi. Was ich dir jetzt sage, darf Raffi nicht hören. Was? Geh mal einen Meter weg. Ja. Gib mal seine Nummer. Ich habe alle meine Nummern gelöscht. 121? Ja. 917. Perfekt, danke dir. Gerne, ciao. Bitte? Ey, ich höre dich immer noch. Nein. Hallo? Ja, ich glaube. Mein Telefon war kaputt.
Elani! Hallo, schreib mir bitte Elani an, die soll mich nochmal anrufen, die geht mir nicht aus dem Moor raus. Elani, du sollst Butters nochmal anrufen, du gehst hier nicht aus dem Moor raus. Ihm, ihr, ja, ich komm nicht mehr mit. Irgendwer geht. Hallo? Es ist immer so schön, deine Stimme zu hören. Okay, tschö. Tschö. Hallo, Opa so. Ryan. Raffi. Wie geht's dir? Ich hab dich nicht mehr lieb. Du kommst. Wieso? Du kommst nie auf meine Partys. Das ist gelogen. Ich war auf der Halloween-Party. Da warst du nicht da. Heute Abend ist wichtig, Raffi. Wann ist denn heute Party? 22 Uhr. Unser Club wurde... Digga, da bin ich doch schon seit einer Stunde im Bett. Unser Club wurde... Raffi, unser Club wurde umgebaut. Das wird die geilste Party des Jahres. Arztenparty Dingeling. Ja, dann musst du ein bisschen später ins Bett. Du musst... Das kann ich nicht. Warum? Doch, bitte. Das stört meinen Schlafrhythmus. Das krieg ich nicht hin. Ich schlaf schon nur in der Nacht 5 Stunden oder so. Na, dann heute 4. Oh Mann, Ryan. 22 Uhr. Das wird so... Schön, dass du nicht zu Opa Ryan gesagt hast. Das wird so geil, Raff. Ja, weil ich muss wirklich... Ich habe auch mittlerweile... Ich habe Beschwerden wirklich. Mir tun die Zähne weh, Kopf weh, keine Ahnung. Ich werde halt nur mal älter. Was soll ich machen? Ja, aber du hast doch irgendwie mal irgendwo Dennis adoptiert oder so, ne? Nein, das behauptet er. Das ist nicht tatsächlich so passiert. Und der hat mal irgendwo irgendwie mich adoptiert oder so. Deswegen bist du jetzt mein Opa. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe schlimmere Enkelkinder. Bestimmt, von denen ich nichts weiß. Ja, ich bin dein Lieblingsenkelkind. Das ist richtig. Ich krieg das ganze Erbe, oder? Zumindest, ja, tatsächlich wirst du an meinem Erbe beteiligt werden. Quasi, ich bin echt an deinem Erbe beteiligt? Ein Zehntel des Diamond Casinos gehören quasi dir. Oh, das ist ja geil. Welches Zehntel? Kann ich da eine Flagge hinstecken? Weiß ich nicht. Dafür musst du dir erstmal den Club angucken. Ja, ist ja gut. Ich bleib ja länger wach. Okay, bis gleich. 22 Uhr. Ja. Bis gleich. Tschüss. Hallo, Bennett. Okay. Hast du irgendwas von Gordons Leuten gehört? Nee, gerade nicht. Ja, von denen geht auch keiner ans Telefon, ne? Nee, die haben auch erst nach 8 bis 10 Mal anklingeln, haben sie erst geantwortet bei Bennett. Okay. Ich schreib dem SMS. Jo, bis später. Ich würde halt gerne wissen, ob die Heile da raus sind aus der Nummer. Das ist eine gute Frage. Also ich habe hier bisher keine Cops irgendwie vorbeifahren sehen oder so. Ja, wer weiß halt, wo die sind, ne? Gordon schreibt noch. Verfolgung, Fragezeichen. Noch nicht. Okay. Gut. Guck mal, dass du jeden für heute Abend 22 Uhr akquiriert kriegst, den du kennst. Dass wir heute Abend volles Haus haben werden. Heute wird die Casino-Party. Auf diesem anderen Level. Was eigentlich mit meiner dämlichen Adoptivtochter? Lebt die noch? Die habe ich ewig nicht gesehen. Keine Ahnung, ist vielleicht mit deiner Frau shoppen. Geht doch nicht ins Telefon. Ich guck mal mit dir da mal.
So, wie läuft? Alles gezeigt? Alles gezeigt, die Dame auch schon eingekleidet. Oh oh. Also, ich höre doch Cops, Oleska. Ich jetzt auch. Bin mir nicht sicher, ob das gerade so gut geht. Schauen wir mal. Okay. Rooks, hast du dann kurz einmal auf dem Wort? Ja. Wie du ja mitbekommen hast, ist Steinfeld nicht mehr da. Ja, habe ich mitbekommen. Das heißt, wir werden dich in Zukunft ein bisschen mehr als Anwalt gebrauchen. Irgendwann. Dafür will ich, dass du über alle unsere Schritte in Zukunft Bescheid weißt und dich mehr mit einbeziehen. Weil du dir im Zweifel schon vorsorglich Taktiken zurechtlegen musst, wenn uns irgendwas um die Ohren fliegt. Mhm. Wir haben unser juristisches Schutzschild verloren. Das heißt, wenn ich gerade Menschenhandel mache, weißt du, dass ich gerade Menschenhandel mache. Wenn ich gerade eine Bombe von links nach rechts bewege, wirst du wissen, dass ich eine Bombe von links nach rechts bewege und dir hoffentlich schon Gedanken dazu machen, wie du das Ganze im Zweifel abwenden kannst. Einen wunderschönen. Hallo Leo. Also wir haben da tatsächlich 40 Flaschen feinsten schwarzgebrannten. 40, das heißt, was kriegst du von mir? 2,8 ist dann, ne? Na, Bündelow. Ja, 2.800 Dollar. Vielen Dank. Vielen Dank. Sollen deine Leute das... Für Tür heute Abend. Oh, perfekt. Dankeschön. Sollen deine Leute das eben ausladen? Wir haben es im Caracal. Moment. Butters? Hallo Butters, hier ist Brandon. Brandon, was geht? Hast du noch so diese komischen Luxus-Apartments da? Komische habe ich nicht, nur coole. Hast du, okay, dann würde ich so ein cooles nehmen, wenn du eins hast. Muss ich Schlüssel machen später erst. Bin ich noch nicht zugekommen. Aber ihr kommt ja heute Abend okay. Um 22 Uhr auf die Party. Bis dahin habe ich bestimmt eins. Okay, gut zu wissen, aber ja. 22 Uhr, kommen. Party im neu eröffneten Casino-Club. Zur Party. Das hat zur Party. Gesagt. Ich habe irgendwas von Party gehört. Ja, Party. Alles klar. Bis dahin habe ich bestimmt was. Bis später, Brandon. Perfekt. Ciao. Okay, ciao, ciao. Geht mal zu Sino. Die soll euch mit Novak irgendwie connecten, damit der das da gerade abnimmt. Ich muss ganz kurz noch mit Rooks reden. Ja, ja, machen wir so. Weil wir brauchen halt im Zweifel für alles eine Verteidigungsstrategie. Alles klar. Das heißt aber, du wirst teilweise Dinge erfahren, die du nicht erfahren wolltest. Und du wirst auch Dinge mitkriegen, die du nicht mitkriegen. Ja, alles das, was du bisher mitbekommen hast, da kommt Schlimmeres auf dich zu, Rooks. Ich glaube, du unterschätzt, was ich teilweise mitbekomme. Ja, da kommt Schlimmeres auf dich zu. Okay. Hast du mitgekriegt, dass ich Menschen-Tastings gemacht habe? Inwiefern Menschen-Tastings? Ja, probieren, ob der schmeckt. Gut, ich sagte, da kommt Schlimmeres auf dich zu. Okay. Und ich brauche dann zumindest schon mal, dass du dir Gedanken machen konntest, wenn irgendwas ist, dass du in Zukunft abschätzen kannst, wenn irgendwie was passiert, was wäre die Verteidigungsstrategie, wenn was, wo, wie auf uns zukommen würde. Das ist einfach wichtig. Kann ich da auf dich zählen? Kannst du. Top. Ich bin Freund von ehrlichen Worten und so weiter. Ich esse nicht tatsächlich Menschen. Ja. Was Verträge und all sowas angeht. Ja. So. Das, was ich kann, ist Strafrecht. Ja. Ich bin ganz ehrlich, sowas Verträge, ich habe einfach keinen Bock auf Verträge, deswegen kann ich's. Ja, aber wieso willst du welche machen? Ne? Aber
Also, Strafrecht kann ich. Okay. Aber wofür willst du Verträge machen? Nein, das war der Punkt an dich, dass du weißt, okay, ey, du brauchst jetzt eben mal, keine Ahnung, Verzichtserklärung oder so. Nein, scheiß drauf. Wir haben ja... Ne? Du weißt, Bennett du weißt, haben wir ja auch noch. Das Ding ist halt einfach nur, dass Bennett halt zu tief mit drin steckt im Zweifel. Mhm. Und der sich nicht selber rausholen kann. Und da kommst du ins Spiel. Ja. Verträge, Verzichtserklärungen und so weiter, da soll sich Bennett drum kümmern. Aber du wirst das Schutzschild nach außen sein. Haben die anderen gesprochen wegen der Nummer von gestern, von Weber? Nee, was ist die Nummer? Super. Die haben sich, die sind mit einem Beschluss von Justiz gekommen, von Marki, dass die einen Auszug bekommen haben von allen Mietobjekten, wer gerade was gemietet hat. Hä? Aber das haben wir denen doch gar nicht ausgehändigt. Die haben die hatten einen Beschluss dafür. Von der Justiz. Einen Beschluss, dass sie alle 6 Wochen auf sämtliche Gewerbe zugehen können, die... Okay, aber wir haben denen nichts gegeben, oder? Vermieten. Hm? Haben wir denen eine Übersicht gegeben? Ja. Warum? Weil wir keine andere Wahl hatten durch den Beschluss. Doch, wer hat denen das gegeben? Ich habe denen das gegeben. Ja, bist du dumm? Wenn die kommen, sagst du so lange fick dich, bis ich da bin. Du gibst denen überhaupt gar nichts. Die können sich ihren Beschluss so lange in den Arsch stecken, bis ich was anderes sage. Und bis dahin händigst du keinerlei vertrauliche Unterlagen aus. Das heißt, die haben jetzt sämtliche Mieternamen von uns. Ja. Aua, warum? Bist du bescheuert, Rooks? Du hast gerade Waffenlager auffliegen lassen. Die können deswegen keine Razzia machen wollen. Dann musst du mir doch die Gelegenheit geben, als derjenige, dem die Scheiße gehört, das Ganze so zu organisieren, dass da ein anderer Name draufsteht. Du wirst nie wieder in deinem Leben Betriebsunterlagen aushändigen. Du kommst zu mir, erklärst mir die Situation. Und wenn die hier stehen, dann sagst du, habe ich nicht, müssen wir auf Herr Sommer warten. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und wenn die mit 20 Beschlüssen da stehen, sagst du, habe ich nicht. Was du nicht hast, kannst du denen nicht geben. Was genau haben die alles jetzt? Die haben nur Namen. Die wissen nicht, wer, was, wie, wo. Die wissen nicht mehr wo, oder? Nein. Also die wissen nicht mehr, in welchem Apartment wer was hat. Nein. Sondern? Die wissen nur Namen. Die haben nur eine Liste an Namen. Die bei uns in einem Mietverhältnis stehen. Korrekt. Das ist das, was tatsächlich global auch schon damals irgendwie beschlossen wurde. Ja, das ist mir egal, ob das beschlossen wurde oder nicht. Das wird nicht passieren. Und wenn das 5-mal beschlossen worden ist, wird das immer noch nicht passieren. Ja, ich verstehe schon, warum sie die Möglichkeit haben, das tatsächlich zu machen. Die haben sie nicht. Die haben die Möglichkeit, das anzufragen, aber ich habe auch immer noch die Möglichkeit, das denen nicht zu geben. Na, also ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber das Gesetzbuch meint tatsächlich was anderes. Ja, und das Gesetz interessiert mich nicht. Soll ich jetzt an der roten Ampel halten, weil das im Gesetzbuch steht? Nein, aber du weißt, was ich meine. Top, gut, dass wir darüber geredet haben. Es ist mir scheißegal, was da drin steht. Was ist denn genau passiert? Das Gesetzbuch sagt auch, ich darf keine Menschen töten. Soll ich jetzt damit aufhören? Nein, aber du weißt, was ich meine. Nee, augenscheinlich nicht. Ich suche die ganze Zeit eine Lösung dafür, die Leute davon zu überzeugen, die Casino-Schließfächer zu nehmen. Arbeite eine Lösung aus, nebenbei, mit der Polizei, um den Polizisten eine danach
wenn ich fertig bin, eine Liste über die Mieter zur Verfügung zu stellen. Nachdem die ihren Stuff vielleicht aber auch umgeschiftet haben. Unsere Schließfachvermietung erstmal wieder in Gang ist. Da hat nämlich keine Sau Zugriff drauf. Oder habt ihr denen das auch gegeben? Wir haben nur den Namen von Nathan Malone. Womit die nichts anfangen können. Ah, das heißt, Schließfach habt ihr denen auch einfach mal gegeben? Die wissen aber nicht, was. Warum gibst du den überhaupt raus? Weil die einen richterlichen Beschluss hatten. Das ist mir scheißegal. Nochmal. Und wenn die 5 haben, der interessiert mich nicht. Dann sollten wir schnellstmöglich das Gespräch mit Weber suchen, weil der wird am 28.12. wird er hier wieder stehen. Mit gesammelter Mannschaft und sich einmal die Liste ausgeben. Gut, lassen, und die werden wir denen nicht geben. Und wenn die Welle machen, dann pusten wir denen das Gesicht weg. Das ist mir auch egal. Und im Zweifel übernehme ich das Polizeipräsidium. Das ist mir auch egal. Wo sind wir denn hier? Ja, wir müssen dafür irgendeine Lösung finden. Die Lösung haben wir bereits. Die Schließfächer, wenn die einen Verdacht haben, dass jemand ein Schließfach haben könnte, kommen die mit einem Durchsuchungsbeschluss auf diese Person zum Casino. Und nachdem wir den Durchsuchungsbeschluss gesehen haben, gleichen wir den mit der Mieterliste der Schließfächer ab. Und wenn derjenige draufsteht und nur dann bestätigen wir die Existenz des Schließfachs. Korrekt, so lief es die letzten Tage auch ab, als mich Garcia angerufen hat und gesagt hat, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für die Brims. Hier hast du die Namen, haben die bei euch was gemietet? Gut. Habe ich denen gesagt, habe ich in unsere Liste geguckt, habe gesagt, nein, haben sie nicht. Gut. Punkt für mich gegessen. Fertig. Kurze Zeit später stehen sie mit dem Beschluss, der quasi ein Auskunftsbeschluss ist, am Casino. Da war ich noch in den Zellen, haben sie Rooks angerufen deswegen. Warum auch immer sie mich nicht angerufen haben. Es gibt keinen grundsätzlichen Beschluss, der die Namen offenlegt. Gibt es nicht. Soll ich Ihnen zeigen? Also, ja, ich wenn die, vorliegen. Bennett, wenn die den gemacht haben, ist egal. Die kriegen keine Auskunft darauf. Die können den sich in den Arsch stecken. Deswegen mieten die Leute bei uns Schließfächer. Aufgrund der Sicherheit. Das muss ich euch doch jetzt nicht im Ernst erklären. Tatsächlich ist das mit den Schließfächern korrekt, wenn ich mir den Beschluss durchlese. Den Beamten des LSPD-FRB-Übersicht auszuhändigen, die beinhaltet, welcher Bürger ein Apartment, ein Zimmer im jeweiligen Gewerbe gemietet hat. So, und da arbeiten wir gerade eine Lösung aus, auch mit den Klingelschildern, in Zusammenarbeit mit der Polizei, was uns dann nur gelegen ist, weil die ihre Waffenlager und Co. in das Casino-Lager aus Sicherheitsaspekt legen sollen. Genau deswegen, weil die Justiz da nämlich auch deutlich schwieriger drankommt. Und die Bullen auch. Damit verdienen wir Geld. Spoiler! Sodass unsere Immobilien als Wohnimmobilie in Zukunft und nicht als Lagerplatz benutzt werden. Aktuell sind wir aber noch nicht so weit. Deswegen arbeiten wir gerade daran. Deswegen gibt es auch noch keine Auskunft über irgendwelche Immobilien. Ich frage mich, warum überhaupt über meinen Kopf hinweg Auskünfte erteilt werden. Ganz kurz was für Gordon klären. Ich kann euch auch alle aus der Listenführung rausschmeißen, dann habt ihr alle keine Ahnung mehr, wer da drin steht. Ja, du hast also. Ist das das, was ich tun muss? Unterhalten wir uns gerade oder redest du jetzt am Telefon über Aufträge? Ja, ich hörte davon. Ich melde mich gleich wieder. Ja, Gordon hat das gesamte LSPD am Arsch. Und potenziell läuft das auf uns zurück. Das müssen wir beachten. Wieso sollte das auf uns zurückfallen? Ja, weil das LSPD sagen wird, Gordon steht in Kontakt mit uns, wir sind gruppierungsnah. Jeder steht in Kontakt mit uns. Ja, ich sag doch nur, was auf uns zukommen könnte, dass wir vorbereitet sind. Beim nächsten Mal, wenn irgendjemand mit irgendetwas kommt, was ein Unternehmen von uns betrifft, verweist ihr auf meine Abwesenheit. Und dann besprechen wir das erst, bevor wir irgendwas machen. Es wird nicht mehr über meinen Kopf hinweg gehandelt.
Verstehen das alle? Ja. Es kann wirklich nicht wahr sein, Leute. Wirklich nicht. Oh. Gut, ich muss ein paar Telefonate führen diesbezüglich. Hauptaufschlagengebender Punkt war Weber. Es ist wirklich, das ist komplett dumm. Jo, wenn ihr irgendwie später mal eine interne Besprechung habt, ne? Nehmt da vielleicht mal mit auf, dass euer Lager im Mace Bank halt nicht so sicher ist, ne? Weil nachdem Ethan da eben gerade Welle gemacht hat, weil er da nicht dran konnte, weil da gerade eine Bombendrohung gewesen ist, habe ich mal da reingeguckt. Ja. Ihr solltet das vielleicht ein bisschen sicherer unterbringen, wie in einem Apartment, Alter, wo halt im Zweifel, keine Ahnung, Cops auch die Türe eintreten können oder so, ne? Ja, ja. Zumal Ethan der offizielle Mietername ist von dem Dingen. Ja, ich werde das mal ansprechen. Also, nehmt euch ein Schließfach oder sonst was. Also, das ist ja sowieso nicht alles, was ihr habt, wie ich hörte. Aber da ist halt trotzdem so viel drin, dass das ja trotzdem Krise wäre, wenn das weg wäre. Und da ist ein Apartment nicht die sicherste Möglichkeit für. Und nachher kotzt ihr, wenn ihr da für einen Arsch für gearbeitet habt. Ja, ich sprich das nachher mal an, wenn die Jungs wieder da sind. Deswegen überlegt euch mal, ob ihr das nicht in ein Schließfach packen wollt. Machen wir. Alles klar, bis später. Super, jo, ciao, ciao. Jojo. Du sag mal, in der Lombank, hast du da Knarren drin und so? Ja. Das Ding ist, ich frag aus dem Grund, long story, wir hatten halt heute Bombendrohung und so weiter und so fort, ne? Und die Cops können halt easy, wie wir heute gemerkt haben, da die Türen eintreten, ne? Könnt ihr mal bitte kurz das Maul halten? Jetzt, sorry. Ich sag, die Cops können halt easy da die Türen eintreten. Ja. Und wenn ihr Pech habt und die kriegen irgendwie Wind, dass da einer von euch mal reingegangen ist, rausgegangen ist oder sonst was, treten die euch da schneller die Türe ein, als ihr gucken könnt. Zumal das Ding offiziell auf deinen Namen läuft. Ja gut, aber die Bombendrohung, die hat doch nichts mit uns zu tun. Nein, ich sag's nur, uns ist halt dadurch aufgefallen, wie schnell die in der Bude drin stehen. Okay. Türe, ein Kick, Türe auf, Bullen drin. Mhm. Wenn die den Verdacht haben, dass du da Knarren oder sowas hast, dann treten die dir da die Türe auf und dann knaulen die dir deine Sachen. Ja. Deswegen solltet ihr vielleicht nur überlegen, dass ihr zumindest für die wichtigen Dinge und sowas umschiftet auf ein Schließfach. Ja, das Ding ist, ich sag dir ehrlich, Ryan, ich würde dieses Schließfach ja nehmen. Das Problem ist, das Einzige, was mich daran nervt, ist, dass immer irgendwer dabei sein muss. Ich hab halt nicht zu jeder Zeit die Möglichkeit, da ranzukommen, wenn ich so eine, keine Ahnung... Deswegen sage ich ja, für die wichtigsten Dinge. Aber genau das stellt die Sicherheit, also gewährleistet ja die Sicherheit, dass eben keiner dran kann und nicht einfach ein Bulle mit einem Kick an deinem Schrank ist. Da hast du auch wieder recht. Es muss nämlich jemand dabei sein und derjenige, der dabei ist, kontrolliert auch, wenn jemand anders kommt, ob die tatsächlich einen Durchsuchungsbeschluss für den auf das Schließfach gelegten Namen haben und ansonsten gibt es gar keine Auskunft darüber, ob überhaupt da ein Schließfach ist oder nicht. Ja. Ja, ich spreche jetzt mal mit meinen Jungs und Mädels Dingsens, weil ich mache mir gerade einen Anzug, ein Party-Outfit für heute Abend. Ja, mach das, nur dass ihr es halt einfach mal gehört habt und mit aufnehmt, ne? Weil wenn ihr da heftige Sachen lagert, solltet ihr die vielleicht umlagern, weil die Gefahr da ist echt groß.
Okay, ja, nee, danke, dass du uns da Bescheid sagst, auf jeden Fall. Alles klar, perfekt. Wünsche was. Alles gleich. Wenn was ist, melde dich. Jo, jo, ciao, ciao. Jo, jo. Wie sieht's aus bei euch? Ahoi Ryan, wir sind auf. Wer meinst du, du könntest so in 5 bis 10 Minuten, wenn wir dann noch unterwegs sind, nochmal 1-2 Granger in der Mitte der Dingens wie letztes Mal, als du Okoye bei der Verfolgungsjagd geholfen hast, aufstellen? Ja, klar, kann ich machen. Super. Mal kurz was anderes. Noch, ja. Alles klar, Reeves, halt mich auf dem Laufenden. Habt ihr im Apartment, was ihr habt? Habt ihr da Knarren? Nein. Irgendwas anderes, was potenziell illegal wäre? Aluminium waren ein paar aus Platzgründen heute Mittag kurz lagern müssen und die. Darf ich den Camacho dann gleich einmal wegparken? Was für ein Camacho? Also, nein, das, der ist meine Kopfsache. Du bist in der Konfi. Okay. Weil Henry, der gottverfickte Idiot, hat die komplette Mieterliste an die Bullen gegeben. Da sind Tauchkleidung und Klamotten. Okay, alles klar. Nur, dass ihr Bescheid wisst und da gerade nichts Wichtiges lagert. Muss aber schnell Powernap machen, ich bin sofort wieder da. Okay, jo. Okay, alles klar. Dann müssen, ja, gut, das wäre jetzt gerade auffällig, weil die Bullen direkt vor der Türe stehen. Sobald die Bullen weg sind, organisieren wir das. Ja, im Moment ist der Transponder von dem scheiß Ding hier auch noch an. Deswegen, wir brauchen aber irgendwas, wenn der aus ist, dass wir die noch von den Hacken kriegen. Jo. Wir schätzen, wir müssen noch so ungefähr 10 Minuten wegkommen und dann... Ja, ruf sonst danach einfach nochmal an, wenn ihr es bis dahin geschafft habt. Alles machen wir. Okay, top, bis gleich. So, Lila und Blau verlegen jetzt hoffentlich ihre Waffenlager. Okay, lass uns mal gucken, dass wir aus der Nummer wir als die Sauberen bei rauskommen, indem wir das verkaufen als EO. Unsere Casino-Lager sind halt der sichere Stauraum und nicht die Apartments. Was glaubst du, was ich gerade mache? Okay, okay. Aber es funktioniert nicht, dass einfach solche Informationen rausgegeben werden. Ja, ich... Hallo. Ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Aber ich verstehe auch, wenn die Commissioner vor Rook stehen, dass... die hatten ja mit mir telefoniert, wäre ich dabei gewesen, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen dribbeln können, weil ich immer sage, ich schiebe das auf in dich. In dem und Augenblick sage, kann du, er sagen, habe ich nicht. Listen. Ja, genau. Ja, ich habe halt gesagt, die sollen sich, Garcia soll sich bei ihm nochmal melden, weil er einen genaueren Überblick hat wegen den Brims. Ich wusste nicht, dass sie ihm den Beschluss Ja. Jetzt bitte, jetzt müsst ihr dazu machen. Ja, jetzt so schnell sind wir nicht. Bennett, organisier mal 2-3 Autos, die sollen oben die Brücke einmal zumachen, so dass nur noch ein Auto durchkommt, nur um die auszubremsen, sondern eine Schikane bauen. Oben die, da lang. Okay, die Highway. Ja. Casino-Mitarbeiter out. Ist in Arbeit. Wenn die es nicht verkacken, lassen die dir eine Lücke. Angefahren kommen. Ihr macht dicht nach dem Auto, was durchgefahren ist. Und yalla. Ja, nein. Eine Schikane ausbauen zur Geschwindigkeitsbremsung. Nicht dicht machen. Stehen unsere Leute schon da? Stehen unsere Leute schon da? Weil wir kriegen sie langsam von der Hacken. Ja. Okay. Und Kaffeeweller Straße, los. Gut, kommt. Was hier passiert?
Kümmert ihr euch um die Karre? Schleppt ihr die ab? Camacho hat Bike weggemacht und dann hat Bike Fußgänger weggemacht. Achso, okay. Geht nur darum, dass die. Achso, aber das Bike ist jetzt weg hier. Ich oder weiß nicht, wer was gefahren ist. Ich weiß, dass Toni das Bike gefahren ist, was einen von uns rumgefahren hat. Okay, das heißt, das ist noch ebenfalls im Unfall beteiligt oder steht ihr einfach gerade ohne Besitzer haltlos rum? Okay. Okay. Okay, gibt ihr mir eine Kurzfassung, was hier passiert ist? Ah, okay, ihr habt den Camacho verfolgt. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich, was Phase ist. Okay, ihr hattet eine Verfolgungsjagd mit dem Camacho und dann ist der Unfall mit dem Moped passiert, weil die vom Parkplatz. Ja, okay. Ich verstehe es. Ach, ich geh mal schnell Schlüssel machen. Alles klar. Okay, doch simpler, als ich gedacht habe. Perfekt. Ja. Ich hab's vergessen, also nein. Jetzt kommt der gute Content-Shit. Bro, die haben einfach alle Namen rausgegeben. Ich brech durch. Yo. Schikane steht. Okay, Top Gordon kommt gleich irgendwie. Der muss da welche abhängen. Guck, dass ihr es nicht zumacht, weil ansonsten hängen wir für Mittäterschaft drin. Guck, dass ihr eine Schikane baut. Gordon weiß von der Schikane Bescheid. Sodass die da ausgebremst werden. Und die vielleicht nur ein bisschen Abstand gewinnen können. Also schreib mal Gordon oder so, dass die Schikane fertig ist. Ich bin gerade Schlüssel machen. Mach ich. Ja. Alles klar, top, bis gleich. Und dann Schließfachnamen mit rauszugeben. Also, I don't get it. Ja. Cops wollen unsere Schikane da auflösen. Ja, dann lasst das machen, bevor ihr dann nachher mit drin hängt. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Okay. Ja. Guten Tag. Hallo. So, Hotelzimmer. 505. So. Ah, wild. Wirklich wild. Murky, danke schön für 5 Monate. Fuchs, danke für 49 Monate. Bloody Princess, danke 20 Monate. Resub. Kings, danke für 64. Arzelen, danke für 51. Vielen Dank, Irxis, danke schön für 18 Monate. Maxwell Stewart, danke für 54. Chris Ren, danke für 40 Monate. Big Ricke, danke für deine Bits. Rafa, danke schön für deine Bits. Laubi, danke für 10 Monate Resub. Xan, 24 Monate Resub. Kampfherz, danke schön für deinen Gifted Sub. Vielen, vielen herzlichen Dank euch. Jetzt haben wir alles Arsch. Was? Crow, danke für den Verschenkter, Alter.
Pass mal ein bisschen mit diesem Gin auf. Der war sehr sauer auf dich. Aha. Der soll sein Maul halten, nachdem er mir eine Bombe ins Haus gelegt hat. Hallo, Hugo. Mal gucken, vielleicht erzählt er was. Jo? Hi, Gordon und Jack wurden geschnappt. Die hatten nur noch ein Cop-Auto hinter sich und dann, ja, haben sie irgendwie am Airfield, wollten sie in der Garage irgendwie sich verstecken und dann ist der eine Cop noch aufgeschlossen, hat die doch noch erwischt. Wir anderen kommen jetzt zum Casino. Ich hab jetzt Bennett versucht zu erreichen, anwaltstechnisch. Ja. Weißt du, ob der noch da ist? Ja, der sollte da auf jeden Fall rumlaufen. Der soll einen Deal mit denen aushandeln. Also wenn die geschnappt worden sind, die sollen sich nicht dumm anstellen und einen Deal machen. Die Rocker haben auch einen Deal gekriegt, ne? Weil die wollen wohl den Hintermann haben unbedingt. Und wenn die durchblitzen lassen, dass die ihren Teil dazu beitragen, an den Hintermann zu kommen, werden die schätzungsweise gut aus der Sache rauskommen können. Ja, also die werden auf jeden Fall sagen, dass sie ohne ihren Anwalt nichts dazu sagen und wenn halt auf Bennett bestehen, Ja, okay, dann... Und dann können die sich besprechen, weil ich kann die jetzt halt auch nicht mehr erreichen. Okay, ich versuche Bennett zu erreichen und schicke den ins PD. Perfekt, und ich, der Rest von uns trifft sich jetzt am Casino. Okay, alles klar, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Gordon, geschnappt, du musst PD, schlag denen einen Deal vor, um an den Hintermann zu kommen. Hat bei Rocker auch geklappt. Hallo. Inwiefern denn? Hat er gesagt, dass er jetzt eine zweite Bombe zünden will, oder was? Nee, aber der war sehr... wie word ich das richtig? Der war sehr unangetan von dem moralischen Spektakel um den Bau einer Bombe. Naja, hast du mitgekriegt, was da passiert ist? Nicht so richtig, nee. Ich hab nur die Befragung gemacht und mir den Spaß draus gemacht. Also das war irgendwie bei euch in einem Apartment oder so. Einer von den Hampelmännern hat ein Apartment bei mir und kam dann auf mich zu und fragt mich, ob er ein Apartment mieten kann. Mhm. Da habe ich gesagt, warte mal, du hast doch eins. Sagt er, ja, da hat er keinen Zugriff für. Dann kam mir das komisch vor und der hat halt pinke Haare. Also habe ich mir gedacht, der ist halt den Wasserhans halt zugehörig. Also habe ich mal einen Hausmeister reingeschickt. Der hat mal die Glühbirnchen ausgetauscht und hat mal die Fenster geputzt. Gehört bei uns zum guten Service. Und in der Wohnung stehe ich vor einer riesigen Bombe. Ja, das habe ich gehört. Die soll interessant gewesen sein. Also habe ich die achtkantig da rausgeschmissen, die Vollidioten. Weil ich gesagt habe, hier wohnt keiner, der mir eine Bombe ins Haus legt. Ich verstehe das nicht so richtig. Dann habe ich den. Hast du denn eine generelle Abneigung gegen Sprengmittel? Ja. Und dann habe ich denen die kompletten Buden geräumt.
Hab das in sämtliche Casino-Fahrzeuge reingemacht. Bin damit vors Präsidium gefahren und hab gesagt, wollt ihr eure Sachen wieder? Und dann habe ich denen noch die Gelegenheit gegeben, zu sagen, ja, aber nee, aber ja, nicht hier, wir machen das woanders. Stattdessen hielten die das für eine gute Idee, vor den Augen des Polizeipräsidiums auf einmal anzufangen, ihre kompletten Waffen umzupacken. Ja, das war super. Oh, welch Wunder, dass die Polizei dann da dran hängt. Hauptsache. Vielleicht habe ich denen auch einen Tipp gegeben, wann es losgeht. Ganz vielleicht. Als kleine Rache dafür, dass die Volldullis mir eine Bombe ins Haus legen. Das hätte richtig ins Auge gehen können, ne? Weil, also, das war so eine Schrapnellbombe mit Nägeln und so einer Scheiße, Alter. Ja, also, keine Ahnung, was das für eine Nummer ist wieder. Das, ja, gut. Ja, aber ich glaube, der hat das gebrochen. Also, die anderen, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Die haben auf jeden Fall keine Andeutung gemacht, aber dieser Jin war auf jeden Fall sehr gesprächsbereit. Inwiefern? Naja, also, wir haben noch ein paar Sachen aus dem rausgequetscht, die jetzt nicht irgendwie mit dem Fall in irgendeiner Weise zu tun haben, aber der war auch sehr verbal darüber, dass wir den nur geschnappt haben, weil ich glaube, der Wortlaut war, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber auf jeden Fall war der sich ziemlich sicher, dass du die ins Boxhorn gejagt hast. Ja, hab ich ja auch. Soll die Fresse halten. Ja, hast du ja auch. Also, da mache ich auch überhaupt gar kein Geheimnis. Ups, ja, okay, gut. Ja, da war weg. Hast du nicht so mit die neue Technik? Hä, ich war das nicht. Du hast aufgelegt. Ja, na klar war ich das. Hundertprozentig. Ja. Mal was anderes. Mhm. Wer ist denn mit gestern beteiligt gewesen an wir bringen richterlichen Durchschluss zum Diamonds Casino? Ich habe keine Ahnung. War gestern nicht da. Also ich höre auch zum ersten Mal von, was ist da gewesen? Okay. Dabei geht es halt darum. Ich versuche seit Ewigkeiten, jemanden von der Polizei zu finden, der mit mir eine Lösung ausarbeitet bezüglich der neuen Lagermöglichkeiten in den Apartments, die wir vermieten. Mhm. Und das verläuft sich halt immer wieder im Sand. Und augenscheinlich hat er auch keine Sau halt irgendwie Bock drauf. Weil das Ding ist, es gibt eine Lösung, wie die Leute gerade Wertsachen, keine Ahnung, wenn die Goldschmuck haben, Diamanten oder sowas, relativ sicher wegbekommen. Und das ist das Casino-Lager. Ja. Ja. Dafür haben wir auch eine juristische Lösung gefunden, ja, die es natürlich dem einen oder anderen ein bisschen schwerer macht, da dran zu kommen, damit denen ihre Sachen nicht geklaut werden. Ja, so kommt der Durchsuchungsbefehl zu uns. Wir bestätigen die Existenz des Lagers. Die bringen den Typen mit, der macht denen das auf und der Cop klaut denen die Sachen. So wie es jetzt vor kurzem erst gewesen ist, wo einem sein Lager hops gegangen ist. Aber ist ja gut an. Jetzt stehen allerdings irgendwelche Justizhampelmänner zusammen mit irgendwie Führungsebene Polizei vor den Leuten im Casino und sagt so, hier ist der richterliche Beschluss, gebt jetzt sämtliche Informationen über sämtliche Daten, die ihr irgendwie über irgendwelche Leute habt. Also Moment, die haben einen Beschluss, der besagt hat, dass du Daten ausgeben musst über einen Fall, der überhaupt nicht... überhaupt gar keinen Fall, sondern einfach mal so, leg mal dein komplettes Unternehmen offen. Okay. Und also ich verstehe, dass sie das machen unter dem Gesichtspunkt, dass eine Person X natürlich ein Lager für jemand anderen anmieten könnte. Mhm. Aber also da findet man doch bestimmt auch eine Lösung für. Richtig. Und die versuche ich seit Ewigkeiten mit der Polizei auszuarbeiten. Und jetzt stehen die Justizfiffis mit irgendwelchen Beschlüssen da und die Vollidioten vom Casino übergeben bereitwillig der Justiz sämtliche Firmeninformationen. Jetzt habe ich die eben gerade angeschrien und habe gesagt, weder Polizei noch Justiz bekommt irgendwas, bis das mit mir abgesprochen ist, weil ich weiterhin doch sehr daran interessiert wäre, diesbezüglich eine Lösung gemeinsam mit der Polizei zu finden. Aber die Lösung kann nicht sein, jo, stellt uns doch am besten im Casino ein, und gibt uns mal sämtliche personenbezogenen vertraulichen Daten. Das ist nicht die Lösung. Also, das brauche ich doch nicht zu erklären, warum das nicht die Lösung ist. Ja, nee. Hm.
Das ist aber. Ja, ich sehe den leider nicht. Ich habe den, der ist nicht an uns weitergegangen, der Beschluss. Kann ich dir nicht so genau sagen. Ja, aber keine Ahnung. Dann lass du einfach Samstag mal hinsetzen und gucken, ob wir da irgendwie was haben. Ist Bennett noch Anwalt? Ja, Bennett und Rooks, der Volldulli, der das Ganze auch rausgegeben hat. Ich bin Ryan Butters. Nein, WTF? WTF? Was passiert denn hier? Hä? Was, wovon redest du? Es kommt ein rot gekleideter Typ zu mir mit einer komischen Maske, die eher aussieht nach Fetischclub, und schmeißt mir irgendwelche Scheiße vor die Füße, steigt in sein Auto und fährt wieder weg. Was zum Teufel passiert denn hier? Was denn für eine Scheiße? Ja, weiß ich nicht. Irgendwelche Fläschchen mit rotem Zeug. Das ist das... Oh mein Gott! Warte mal, ist das das Zeug? Das ist das Zeug! Also... Was zum Teufel ist gerade passiert? Hier ist einer hingefahren, mit einer Fetischmaske, sehr weird, der mir Zeug zu... Also ich wäre dann nochmal in einer Studie interessiert, ne? Also so ist nicht. Holy moly. Das ist richtig viel auch. Also ich wäre dann nochmal sehr an einer eigenen Studie interessiert auch. Bist du dir sicher? Nein, aber vielleicht... Aber ich muss mal gerade kurz ins Gespräch. Ich melde mich gleich nochmal. Okay. Alessio. Was geht ab, Ryan? Du kannst mich nicht so lange allein lassen. Es funktioniert nicht. Wieso? Es brennt alles. Ich war gestern da, du warst nicht da. Ist, und ja, ich komme raus, das Erste, was ich höre, ist, dass die Bennett und Rooks einfach den gesamten Bullen-Einblick auf unser gesamtes Casino geben. Ja, exakt. Perfekt. Ich habe die gerade angeschrien, beide. Weil... Ja. Also, wenn die Justiz kommt mit einem Beschluss, der besagt, wir müssen denen sämtliche Firmeninterne offenlegen, dann sagen wir denen, die können sich verpissen. Das ist die einzige Antwort. Und wenn irgendjemand so unsicher ist, genau das zu sagen, dann kann der sagen, ich habe die Liste nicht, da müssen wir auf Ryan warten. Korrekt. Also, ich hab's auch nicht verstanden. Was geht? Hallo. Hola. Sag mal, Alessio. Bitte? Wurde dir schon Bescheid gesagt, dass Jay nicht mehr bei uns ist? Ja. Ja, gut, dann hat sich das auch weiter erledigt. Ja, nicht, dass du den irgendwie anrufst oder so. No, alles gut, da weiß ich schon Bescheid. Alles klar, mehr wollte ich gar nicht. Oh, Spaß perfekt. Noch. Danke, ciao, ciao. Was allerdings keine Option ist, denen sämtliche Firmeninterne offenzulegen. Zumal gibt es bereits eine juristische Grundlage, wie es abläuft, wenn die an Namen von Schließfachinhabern kommen wollen. Die haben einen konkreten Durchsuchungsbeschluss, legen uns den vor und anhand diesem Durchsuchungsbeschluss erfragen die, ob diese spezifische Person ein Schließfach hat. Und dann bekommen die von uns ein Ja oder ein Nein. Und wenn genau, so ja, war es in der Vergangenheit. Genau, so wie das letztens auch der Fall gewesen ist, da gab es ein Ja, die hatten einen Durchsuchungsbeschluss, wir haben auch ein Schließfach von dem gehabt. Dann haben die den rangebracht, dann hat er denen das aufgemacht und die haben den dann hops genommen. Das macht unsere Lager zu den sichersten existierenden Lagern. Was cool. Nicht funktioniert ist, ja, legt mal sämtliche Firmendaten offen. Sag mal. Zumal ich seit Ewigkeiten versuche, mit den Bullen eine Lösung auszuarbeiten, die das halt bei den Apartments und den Zimmern anders macht wie bei den Schließfächern, sodass sie da leichter rankommen, damit die Leute auch wieder einen Grund haben, unsere Schließfächer zu mieten und das nicht alles in ihre Kleiderschränke scheppern. Ja. Aber dazu kam es bisher noch nicht. Also habe ich eben gerade erstmal alle angerufen, von denen ich wusste, dass das Waffenlager ist. Und hab denen jetzt nicht erzählt, was passiert ist, aber hab denen gesagt, hör mal, pass mal auf, ich hab heute zugesehen, wie die Bullen eine Türe eingetreten haben. Innerhalb von 3 Sekunden sind die an deinem Kleiderschrank. Das heißt, deine Sachen sind da nicht so sicher, wie wenn du sie in ein Schließfach bringst. Weißt du, denen halt nicht zu sagen, uiuiui, ist gerade schwierig, weil Lukes, der Vollidiot, zusammen mit Bennett, hat der Justiz und den Bullen alles offengelegt. Und dazu kommt, dass Rooks sogar Schließfachinhaber mit auf die Liste geschrieben hat. Ja, das heißt, es muss eigentlich jetzt jeder sein Schließfach nochmal wechseln, ne? Also jeder Inhaber muss eigentlich jetzt nochmal gewechselt werden. Ja, von den Gruppierungen, ja. Ja. Also, Alter, die sind so dumm.
Ich weiß nicht, warum die so dumm sind. Wo ich das gestern gehört habe, habe ich schon gesagt, dass wir richtig Theater geben, weil ich war mir auch sicher, dass wir da eine Absprache, dass, also, du hattest, und da war Bennett auch mit dabei, deswegen habe ich es nicht verstanden. Wir hatten, das noch gar nicht lange her, mit Garcia darüber schon gesprochen. Und da hast du dem schon gesagt, dass am Arsch kriegt ihr Einblick auf unsere gesamte Schließfächer, genau, und alles. Genau, richtig. Da hat es ein Gespräch gegeben am PD, das ist 3 Wochen her oder so. Und da legt er denen alles offen. Ja. Nachdem ich dem sage, dass wir den jetzt mehr mit einbeziehen werden in unsere Geschäfte, weil Steinfeld als Anwalt weg ist und der sich zwischendurch Verteidigungsstrategien überlegen muss für Dinge, die wir so tun, erzählt er mir danach übrigens, ich habe sämtliche Firmeninterner veröffentlicht. Also, frage ich mich, wie das sein kann. Ja, keine Ahnung. Gut, andere Geschichte. Cooper von den Wasehans kam heute zu und wollte ein Zimmer bei mir mieten. Ja, die Nummer habe ich schon gehört. Die Nummer habe ich schon gehört. Die haben mir die Jungs gerade schon erzählt. Ja, da habe ich dann nämlich eine Bombe gefunden. Ja. Dann das ist geisteskrank. Gebäude evakuiert, ja. Bombenräumkommando war da und so weiter und so fort. Ich habe all denen ihre Sachen da rausgeräumt, weil ich die halt sofort da rausgeschmissen habe, weil die bringen uns halt Bomben in die Häuser. Und wollte denen die Gelegenheit geben, denen ihre Sachen auch wiederzugeben. Ne? Also, weil, muss ja jetzt nicht die ganze Gruppierung drunter leiden. Die waren der Meinung, es wäre eine gute Idee, das vor dem Polizeipräsidium zu machen. Dementsprechend wurden die wahrscheinlich hops genommen und haben gar nichts mehr. Der Jin von denen hat mir Hill von der Polizei gerade erzählt, ist wohl dann komplett enraged und lässt auch wohl kein gutes Wort an uns. Okay. Der hat es so nicht ausgedrückt, weil er wahrscheinlich weiß, was das im schlimmsten Fall für ihn bedeutet. Aber er riet mir, ein bisschen vorsichtig zu sein, was es denen angeht. Okay. Du weißt, dass die Tascha auch, also du hast die hat Zugriff auf dein Dings, ne? Ja, aber da ist ja nichts drin. Hast du da mal reingeguckt? Nee. Hast du das mal kontrolliert? Nee. Ja, vielleicht nutzen die das auch als Lager, ne? Ja, wobei wahrscheinlich haben sie es dann eben gerade geräumt, nachdem ich die hab komplett hops gehen lassen, ne? Die haben keine Waffen mehr, die haben keine Magazine mehr, gar nichts. Also außer die haben da was weggeschafft von. Aha. Ja, du solltest gleich unbedingt einmal bei dir in den Dings gucken, ne? Und dann solltest du dir diese WG-Nummer auch nochmal überlegen, ne? Ja, sonst hast nein, du nachher nein. eine Bombe. Das Thema mit den Wasehans ist durch. Die haben auch alle Hausverbote am Casino. Ja, ich habe gehört, die haben sich wie eine offene Hose auch dem Personal wieder gegenüber verhalten. Die sind gottlos frech dem Personal gegenüber die ganze Zeit, sobald wir nicht da sind. Bei uns immer Ja und Amen und sobald wir nicht gucken, sind die wohl bodenlos frech dem Personal gegenüber. Ich verstehe es nicht, ne? Die wissen doch, dass das Theater gibt, ne? Ja. Also ich habe auch keine Ahnung, aber die bekommen jetzt kein Zimmer mehr und die haben Hausverbot im Casino. Okay. Ja, dann solltest du dir den Schlüssel wiederholen für den Macebank Tower. Ja, 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 safe. Also ich habe keine Ahnung, warum das so gottverfickte Dullis sind und warum die immer wieder mit, wirklich, anstatt dass sie einfach mal ihr Ding machen, aber die kommen wie einen Bumerang, kommen die immer wieder bei uns an. Du hättest ihn erschießen oder ins Wasser werfen sollen. Hä? Ja, hab ich doch. Hab ich doch gemacht. Ich hatte keinen Akku, Alessio. Ja, das ist so bodenlos. Wenn ich einen Akku gehabt hätte, dann hätte Heiding gefressen. Ja. Aber der war meine Austrittskarte, um von dem beschissenen Flugzeugträger wegzukommen. Seh, beim nächsten Mal, du brauchst einen Akku, ey, das kann nicht. Also, beim nächsten Mal, er muss weg. Es sitzt nichts. Also, die ganze Scheiße kannst du dir nicht ausdenken. Also. Okay, ich habe gehört, Club wurde ein bisschen was umgebaut, da ist gleich die Eröffnung. Ja, da muss Eröffnung sein gleich. Das, also eigentlich steht mir der Sinn heute nicht nach Party bei allem, was heute los gewesen ist. Mhm. Aber, oh, warte kurz. Ja, auf, du Penner. Du musst das Schloss erst austauschen. Mace West 4. Ich lasse den halt gerade die Schlösser tauschen. Also die ganzen Wasserhans, die habe ich da rausgeschmissen. Ich habe das juristisch geklärt. Dadurch, dass wir keine Mietverträge machen mit den Leuten, können wir quasi die Kündigungsfrist selber bestimmen. Okay. Und die Kündigung ist damit. Deswegen machen wir das jetzt gerade einmal glatt und dann haben wir das.
Ja, Club, soweit steht alles. Wir haben Tür, wir haben Bar, wir haben Musik. Wir haben nach den DJs den nächsten DJ. Wir haben, also der ist leider noch relativ dunkel, weil die komplette Lichtanlage noch nicht ganz funktioniert. Ja. Die soll aber wohl noch angeschlossen werden. Deswegen verteilen wir bei Einlass diese Leuchtebrillen und diese Knicklichter. Okay, cool. Dann machen wir heute Eröffnung von dem neuen Laden. Der ist wirklich, du wirst ihn lieben. Ich bin gespannt. Der ist so krass geworden. Wirklich, der ist so krass. Der hat mich eine halbe Million Dollar gekostet. Okay. Ach du Scheiße, ja, dann bin ich wirklich gespannt. Das ist eine Menge Geld. Ja, der ist aber auch eine halbe Million Dollar wert. Also, okay. Also wenn du den siehst gleich, dann weißt du, warum ich da eine halbe Million für ausgegeben habe. Same. Kurze Frage noch, was denkst du, also die Bullen machen tatsächlich einen riesen Fass auf wegen dieser Polizeiuniform, ne? Dass das so, also ich habe gestern noch kurz mit ein, zwei von denen gesprochen und die sagen halt, die haben halt Razzia gefressen und Garcia hat denen auch angedroht, jetzt immer wieder Razzia zu fressen, bis die Uniform wieder auftauchen und so, die machen da richtig Druck. Die wollen unbedingt das Scheißding wieder haben. Die Frage ist immer noch, was wir dafür geben wollen, bezahlentechnisch. Also bei uns ist der ja safe, wir haben die jetzt. Aber ja. Ich weiß nicht, was wir denen geben wollen, weil der sagt, der kann mir auch keinen Preis sagen, der ist sich auch unsicher, der will nicht dreist sein, aber der sagt auch, die hat natürlich einen Riesenwert. Wir werden hier fünfmal jetzt auf links gedreht und alles. Ich sag, okay, ich bespreche das, ich mache mir eine Gedanken und ich wollte einfach mit dir drüber sprechen, was du denkst, was wir dafür geben sollten. Ja, was glaubst du denn, wäre dafür realistisch? Boah. Ich glaube, das ist die erste und einzige Uniform, die bei den Bullen bisher weggekommen ist. Ich glaube, das ist ein Einzelstück, ne? Ich glaube halt, dass es viele Situationen gibt, für die man die potenziell gebrauchen kann. Same. Und das Ding ist halt, dadurch, dass das eine komplette ist, kannst du da halt, gerade wenn da viele sind oder wenn da neue Rekrutenwelle war oder so, ne, du kannst dich da halt offen unters Volk mischen. Du gehst Richtig. Da einfach rein und raus, obwohl da 50 Bullen stehen, verkleidest du dich, gehst vorher zum Friseur, redest nicht mit den anderen und die halten dich für einen von denen. Korrekt. Warte mal. Guten Abend. Hola. Abend. Ich hätte jetzt schon so gesagt. Ja, der Wert ist wirklich sehr schwer abzuschätzen von dem Ding, ne? Aber ja, das, wie du schon sagst. Aber es hat halt auch einfach keiner gerade unbegrenzte Mittel. Richtig. Also normalerweise hätte ich gesagt, die wären ein paar hunderttausend wert, aber das kannst du gerade dafür nicht bezahlen. Das ist halt gerade, das wird auch keiner, also das werden die nirgendwo für den Preis, wenn die den Preis dafür kriegen können. Aber ich denke, 50 ist schon eine realistische... Okay, ich habe an 70 gedacht, aber... Okay, dann sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Gut, aber dann habe ich jetzt eine Zahl ungefähr, wo ich gucke, ob wir uns da mit denen einigen können. Dann versuche ich und ich denke mal, das ist auch 70. fair für die. Also Cops hochzunehmen und 70 rauszukriegen, ist auch für die, die es besorgt haben, eine faire Nummer tatsächlich. Tatsächlich, ja, finde ich auch. Außer natürlich, die sagen, okay, pass auf, die ficken uns halt so ewig, so, wir müssen denen die irgendwie halt wiedergeben, dann haben wir halt Pech. So, dann würde ich die denen halt wieder aushändigen und fertig ist, oder? Ja, ja. Aber die haben jetzt gesagt, die wollen das jetzt erstmal über sich ergehen lassen, die, ne? Ja. Die wollen da jetzt nicht klein beigeben und die jetzt irgendwie zurückgeben, so, da sehen die sich halt auch nicht. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was da von den Vasehans noch kommt, weil wir haben die halt heute komplett hops genommen, ne? Aber, Alter, die schleppen uns eine Bombe ins Haus, Alessio. Eine Bombe. Ja, also, das kannst du... Was ist denn, wenn das Ding hochgeht? Und dann? Ja, haben wir ein Gebäude weniger, ne? Ach du Scheiße, Digga, ein riesengroßes Missverständnis. Ich hab gedacht, das explodiert nicht. Ja, da haben wir wieder 18 Millionen Schulden bei euch, die wir nie zurückzahlen. Fürs nächste Gebäude, was im Arsch ist. Also, ja, ist besser so raus mit dem wirklich. Also, leider Gottes, ich meine, wir haben es wieder versucht. Ne? Wir haben ihn jetzt echt viel versucht, irgendwie den hier in der Hand, da in der Hand. Die haben Möglichkeiten von uns bekommen, Mittel und es funktioniert nicht. Ja. Keine Chance. Und wir müssen nochmal eine Mitarbeiterbesprechung machen. Interner wird nicht herausgegeben. Und wenn die nicht die Eier haben, zu sagen, verpisst euch, dann müssen die halt auf mich verweisen und sagen, können wir erst machen, wenn Ryan da ist, wir haben es nicht. Ja. Ja, das solltest du denen nochmal allen sagen. Das tatsächlich, ja. Aber es gehen keine Firmeninterne raus.
Das regt mich maßlos auf. Ja, wir haben halt komplett gestern von den Bullen blank gezogen. Und da stand der Weber anscheinend auch mit dabei. Der war später nochmal kurz da. Der hat sowieso immer so eine große Fresse, ne? Der war sich da, der war gestern gut gelaunt, ne? Ja, aber dann kann er sich verpissen. Was will er denn machen? Also was will er tun? Ja, nix. Ja, eben. Nix. Ich weiß das. Aber ich war leider ein bisschen zu spät da. Da war die Nummer schon gelaufen. Aber ich gebe allen mit Zugriff auf das Ganze, weil ich denen vertraue und weil wir das Ganze hier irgendwie gemeinsam machen wollen. Aber dann muss ich mich auch darauf verlassen können, dass da keine Firmeninterne rauskommen. Tatsächlich, ja. Und schon gar nicht Schließfächer, wo wir bestehende Verträge und rechtliche Grundlagen haben, das so zu machen, wie wir es machen. Schreibe ich die mit auf eine Liste drauf? Ja, nice. Ist in dem Fall, hat das jetzt kein Gewicht, weil die Bullen das Schließfach eh schon kennen, weil das ist, was die auch geräumt haben. Aber grundsätzlich kann das so nicht laufen. Korrekt. Und hätten die jetzt, hätten die Roten jetzt eins auch nur über einen Bekannten oder so, dann hätten die da jetzt den Laden eingetreten. Ja, und das Ding ist halt, ist ja nicht so, als wenn wir nicht an einer Lösung mit der Polizei interessiert wären. Ich renne denen ja seit 3 Wochen hinterher. Aber wenn da nichts kommt, ja, lol, was soll ich denn machen? Ja, was wir auf jeden Fall nicht machen können, ist das, was passiert ist, dass wir uns in stabile Seitenlage legen und das über uns ergehen lassen. Das geht halt nicht. Nein, also... Also, wer sind wir denn? Ja, und eben. Dass die hinkommen und sagen soll, ihr zieht mal die Hose runter, bückt euch und jetzt gucken wir mal, wie tief wir reingehen. So, das, hä? Passiert halt nicht, also, ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das indiskutabel ist, die Nummer... Ja. Die können froh sein, dass wir gerade nicht denen ihre Feinde sind. Tatsächlich. Aber weil wie viele Bullen siehst du denn den ganzen Tag auf der Straße? Weißt du noch vor dem Sturm? Da hätten die sich das sogar rausnehmen können. Aber jetzt, wenn die uns als Feinde wollen, dann gehen die unter, Alessio. Ich sag dir auch, ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Gerade ist der Punkt... Weil wir auch so gut gerade wieder vernetzt sind und überall in alle Richtungen. Wir könnten gerade die aufs Ausbildungsgelände schicken mit den... Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, safe call. Wir nehmen 3, 4 Gruppierungen und wir treten in die Tür ein, auf diesen anderen Level. Und in der Situation stehen die vor uns und wollen, dass wir uns bücken? Soll ich denen mal zeigen, wer sich bückt? Vielleicht irgendwann, es muss wieder so sein, ne? Wer weiß. Die Leute vergessen zu schnell, ne? Die wissen schon, warum die das dann gemacht haben, als sie mich da nicht gesehen haben. Sag ich, wie ist. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Dass sie da die Gunst der Stunde natürlich auch nochmal... Die wissen safe, haben. Dass sie das nicht gekriegt hätten, wäre ich da gewesen. Safe hätten sie es nicht gekriegt. Ja, ja, ja. Also ein Garcia wird das wissen, 100%. Wir machen als Club heute ja wieder Tür. Habe leider noch keinen angetroffen für Zugangskarten. Wir warten am Casino. Scheiße, da müssen wir dringend hin. Die müssen da auch schon rein. Kannst du schon mal vorfahren und denen die Karten schon mal geben? Dann gib mir die Karten, ja. Ich hab die ja nicht. Alles klar. Dass du denen von der Tür das schon mal gibst. Ich bin in 2 Minuten da. Okay, perfekt. Bis gleich. Und guck mal, dass die das organisiert haben. Die sollen am Eingang auch immer Brillen und Knicklichter kriegen. Mach ich. Danke dir. Kein Problem.
habe ich denn jetzt? Ach nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Cool. Ah. Hallo? Herr Sommer, hören Sie mich? Ja, ja, schon, aber... Oh Gott. Ja, meins auch. Ja, Augenblick, ich rufe einfach nochmal an. So. Ich glaube, jetzt geht's. Ich glaube, jetzt haben wir's, ja. Mein Gott, wirklich. Kurze Frage. Ja. Frau Cross schreibt mir irgendwas mit Werbespot zwischendrin abspielen. Stimmt das? Ja, ist das richtig so? Nee, das machen wir bei dem nächsten DJ. Mach das mal nicht, bitte. Ja, also, ja, weil also, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, also grundsätzlich ist das richtig und der nächste kriegt das auch hin. Das machen wir dann ab 0 Uhr. Die soll das dem Vince geben. Ja, sage ich ihr Bescheid. Danke. Alles klar, top. Super. Bis gleich. Bis dann. Ja. Hallo Herr Batters. Kurze Frage. Mir wurde gesagt, ich soll Moonshine an die Leute, Gäste verteilen. Ja, wollen wir dafür was entgeltlich nehmen, oder? Nur die, die haben wollen und dann auch gratis bezahlt, habe ich das schon. Okay. Super. Dann wird das wohl ein toller Abend. Wir sind vorbereitet. Perfekt, alles klar, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Wie sieht bei Ihnen aus? Was machen Sie heute Abend? Ich mache genau gar nichts, glaube ich. Ja, gar nichts? Wieso machen Sie gar nichts? Ja, was? So ein Vorschlag. Ja, gehen jetzt gleich zum Casino-Club und feiern die geilste Party Ihres Lebens. Dass da überhaupt irgendwo eine Party sein soll, ist Butters? Komplett an mir vorbeigelaufen. Hallo, Herr Batters, Ella hier. Hallo. Habt ihr gerade zufällig noch Apartments zur Vermietung? Ja, tatsächlich. Ich mache gerade Schlüssel nach. Aber, das passt, ja. Aber das Ding ist, wollt ihr da was bunkern? Nee, wir wollen da halt Kleinkram reinhauen, was wir in den Autos liegen haben, damit wir wieder freie Plätze haben in den Autos, damit wir mal ein bisschen was machen können, arbeitstechnisch. Ja, verstehe ich. Aber wenn das illegaler Scheiß ist, würde ich euch nicht empfehlen, das in einem Apartment zu machen, ne? Nee, das ist kein illegaler Scheiß. Also mir das persönlich ist das halt scheißegal, aber ich habe heute gesehen, wie schnell so eine Tür eingetreten ist, ne? Warum? Weil heute einer eingetreten wurde. Ach Gott. Aufgrund von einer Bombendrohung. Von einer Bombendrohung? Ja, die Wasserhahns sind der Meinung gewesen, Sprengstoff in einem Apartment zu bunkern. Oh, typisch Wasserhahn. Ja, deswegen habe ich halt gesehen, wie schnell die da rein und wie schnell die da wieder rausgehen, ne? Und wenn du da irgendeinen Scheiß reinlegen willst, kann halt sein, dass das schneller weg ist, als dir lieb ist. Nee, wir wollen einfach nur unseren ganzen Kleinkram, den wir halt aktuell in den Autos haben, da loswerden. Ja, okay, perfekt. Nochmal zur Party. Ja. Casino Club. 22 Uhr. Jetzt gleich also. Seiteneingang. Wird die beste Party Ihres Lebens, glauben Sie mir. Das sind 5 Minuten. Ja, da muss ich nochmal rangehen. Da irgendwas. Hab ich aufgelegt, oder hast du aufgelegt? Keine Ahnung. Das Handy wirklich voll macht mich komplett dumm. Aber Apartments habe ich nur für Gäste der legendärsten Party, die das Casino jemals gesehen hat, heute um 22 Uhr am Seiteneingang. Casino Club. Ja, wir haben es schon gehört und ich war die letzten Male schon nicht da. Ich komme heute mal vorbei. Heute musst du kommen. Ja, okay. Wir haben den kompletten Laden umgebaut.
Ja, habe ich schon gesehen auf Twitter. Ja, aber das, wenn du das selber siehst, das wirklich geisteskrank. Ja, okay, versprochen, wir kommen gleich vorbei. Bis gleich. Bring ein paar Leute mit. Perfekt, bis gleich. Bis gleich. So, einen Schlüssel noch. Was ist bei Ihnen? Wie lange müssen Sie noch? Ich mache jetzt noch, ja, 1, 2, dann bin ich auch durch. Für was? Für mein Auto. Ach du Scheiße, warum brauchen Sie so viele Schlüssel für Ihr Auto? Naja, man weiß ja nicht, was in der Zukunft noch alles passiert. Dann will ich lieber ein bisschen vorsorgen. Das ist richtig. Sie wollen gleich vor allem erstmal Party machen gehen. Das steht noch in den Sternen, aber... Ja, in den Sternen. Das wird ein legendärer Abend. Vertrauen Sie mir. Trinken Sie Alkohol? Dann, ja. Da können Sie freisaufen heute Abend. Da muss ich rangehen. War das? Ja, ich wünsche was. Hey. Wir sehen uns. Einer. Tschüss. Tschüss. Was? Tschüss. Nee, nicht du. Der andere, der gerade neben mir im Schlüsseldienst okay. stand. Ich habe gerade einen Bericht bekommen von dem Zeug, was hier... was, ja, weiß ich nicht, auf der Straße im Umlauf ist. Ja. Und die Kurzfassung ist, basically ist das Zeug das psychedelisch potenteste, was es jemals irgendwo gegeben hat. Da ist Zeug drin, was in Ayahuasca drin ist, das ist so ein Tee, den du trinkst. Da ist basically Zeug drin, was in Magic Mushrooms drin ist, da ist DMT drin. Das fickt dich komplett nach Südmeppen. Du wirst wahrscheinlich nicht nur ein süßes, kleines, pinkes Einhorn sehen, sondern 5000. Oh, ich hab einen neuen Club, ne? Das ist nicht die Information. Das ist nichts, was du einem Drogenfahndungsagenten sagen solltest. Auf die Information, dass das psychedelisch ganz schön neben der Kappe ist. Naja, aber ich hab einen neuen Club, auf dem ich ein Selbstexperiment machen könnte. Ah, besser. Was ist Nulls gedacht? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Clubs habe ich, Buchclub meinst du, ne? Nee, Feierclub. Ja, gleich, also... Gleiches Party. Das scheppert dich komplett nach Südmeppen, gehe ja. ich mal von aus. Okay, gehst du aus der Dienst, kommst du Party? Nee, das, also Party nicht so meins, vor allem auch nicht mit Drogen, aber wenn du das mal ausprobieren möchtest... Kannst du dir von mir aus eins abholen, wenn du willst. Wo bist du denn? Oben in Sandy Shores am PD. Ach Gott, komm. Meine Party ist in einer Minute. Ja, dann lass mich irgendwo treffen. An der Party? Irgendwo vielleicht nicht. Ich kann doch nicht als New Way dahin fahren und sagen, hier, guck mal, mach ein kleines Probierung, bitte. Naja, das ist ja, also ich meine, das ist ja im Prinzip für die Studie. Ich meine, ihr von der DOA wollt doch auch am Ende wissen, wie es wirkt, oder nicht? Ja, ich habe jetzt zweimal gesehen, wie es wirkt. Naja, aber also ich kann danach vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, wie es wirkt. Ja, ich hoffe für dich, dass du da noch irgendwas beschreiben kannst. Scheiße, ich sollte einen Mediziner zur Party einladen, oder? Keine Ahnung. Vielleicht soll ich das nicht am Anfang der Party nehmen. Vielleicht sollst du das überhaupt nicht nehmen. Boah, weiß ich nicht, aber ich bin jetzt schon neugierig, bin ich ehrlich. Vielleicht solltest du es nehmen und ich, also... Naja, nein, mein Gewissen sagt mir, dass du es nicht nehmen sollst. Guck mal, du hast doch noch den Kugelschreiber, den ich dir ausgeliehen habe, Hill. Willst du mir den nicht zur Party bringen? Ja. Diesen einen hier, den Diamonds Casino Merch Kugelschreiber, wo ich dir gesagt habe, den brauche ich unbedingt wieder. Dein Lieblingskugelschreiber. Ja, wenn du mir den zum Casino bringen könntest, das wäre top. Ich vermisse nämlich den Lieblingskugelschreiber. Ja, gar kein Problem. Ich bin quasi auf dem Weg. Super cool. Bis gleich. Danke. Bis gleich. Lines von dem neuen Zeug, Bock. Dann könnte witzig werden. Ich bekomme auch eins gerade. Hallo? Hola. Schön, Jutta. Wäre jetzt so mein Gedankengang dahinter, dass man dann erst die Base herstellen muss, auch wieder, und daraus dann quasi das Meth herbringt.
Das kann sein, keine Ahnung. Geht's um das neue Zeug, oder was? Was für neues Zeug? No, ich glaub nicht. Nee, keine Ahnung, wir reden hier gerade von Christo. Achso. Nee, ich Ripper wird's von Christo Meth machen. Okay. Ja, nee, eigentlich war ich tauchen und hab da ein paar Sachen gefunden. Okay, ich überlege, ob ich das Neue probiere heute. Was ist denn das Neue? Na, das, was auf den Straßenseiten ein paar Tagen irgendwie rumkursiert. Wie heißt das? Ich weiß gar nicht. Ja, dieses Dust. Ja. Red Dust? Irgendwas Dust, ja. Ja, Red Dust, Ruby Dust, irgendwie so. Ist das hier von diesen anonymen Leuten, der? Ich habe keine Ahnung. Okay, wo hast du das her? Also hast du was davon? Gleich her. Okay, Wäre es nicht spannender herauszufinden, wer das Zeug auf den Markt wirft? Ja, aber solange ich das nicht weiß, nehme ich das, was ich kriegen kann. Und bin am über. Also, die letzte Studie war ja nicht so gut, ne? Also, die erste, die das genommen hat, ist erstmal umgefallen. Echt? Ach, die hat das Zeug schon. Ja, ja. Okay, krass. Ja, gut. Und eine andere Theorie ist übrigens jetzt mit den Sauerstoffflaschen gekommen. Wir hatten die vor ein paar Tagen ja schon mal gesprochen. Na, Telefon. Nicht abgehen kann. Ach, ja, doch, aber dann ruf halt nicht mit unterdrückter Nummer an, dann weiß ich halt im Zweifel auch, wen ich zurückrufen muss. Ja, Entschuldigung, habe ich natürlich dran gedacht, war wegen Geiselnahme gestern. Du hattest angerufen. Jo. Vor einer Stunde roundabout. Warte, kann gerade nicht offen reden. Ich ruf sofort zurück. Alles gleich, bis gleich. Hast du den Kugelschreiber für mich? Ja. Ich habe 4 Kugelschreiber für dich. 4 Kugelschreiber. Richtig. Solange mich nicht für Drogenhandel verknackst? Nee. Jetzt dann, also, guck, Folgendes. Das ist ja, also, wir sind uns ja einig darüber, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt ist eigentlich, ne? Ja. Das ist ja, du als Bürgermeister musst natürlich auch sicher gehen, dass das Zeug, was auf die Straße gespült wird, nicht unfassbar schädlich ist für deine Bevölkerung. Ja, und deswegen probiere ich das heute aus. Deswegen probierst du das jetzt aus? Nee, ich will erstmal mir die Party angucken in dem neuen Laden und dann, weil ich, da, also die will ich erstmal noch nüchtern sehen. Aber ich würde schon gern sehen, wie du das nimmst. Ja, das muss aber noch eine Stunde warten, weil ich will im Zweifel, ich will im Zweifel nicht die Party verpassen, weil aber der neue Laden ist so gigantisch. Also, das, guck mal, das Ding ist, da sind wirklich viele Sachen bei, die dir echt gut tun, ne? Denn ja, werden dann, so bei Depressionen okay, dann verschrieben geh, und so. Ja, dann geh außer Dienst, Hill, dann komm auf die Party und dann nehmen wir das zusammen, ja, jeder nee, einzeln. Moment, das Problem ist, da ist auch Zeug drin, was dir wirklich, 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 wirklich nicht gut tun kann. Ja. Das muss man fairerweise, ich wollte dich nur aufklären. Hast also, du was das zu trinken? Ist, entweder ist das übel krass oder es wird übel scheiße für dich. Ja, Sekunde, ja. Ich tausche gegen den Mabilo. Ja, das sind die besonders guten. Wusstest du, dass man Mabilo mit Wasser strecken kann? Und dann? Schmeckt das ein bisschen gut? Nein. Doch. Warum? Ja, hab ich gelernt. Ach, scheiße. So, ich geh jetzt feiern. Ja, sag Bescheid, ne? Mach ich. Also, stirb nicht, kack dich nicht ein. Führe Liste. Hol den Tripsitter. Warum seid ihr nicht auf der Party? Ich wollte eigentlich den DUA-Typen was fragen und ein bisschen Hops nehmen, aber jetzt ist er weggefahren. Ich habe dich da stehen gesehen, ich wollte nicht stören. Okay, warum seid ihr nicht auf der Party? Wir sind auf dem Weg dahin. Wollten wir gerade hin, aber wir haben halt, wie gesagt, den DUA-Typen da gesehen. Dann sehen wir uns jetzt gleich auf der Party. Oh mein Gott, das wird so geil, ihr habt keine Ahnung. Warte, du hast doch gesagt, du hast was für mich. Ja, aber erst gehen wir Party machen. Das ist Erpressung. Och Mann. Oh, nee, kein Ding, können wir machen. Okay, bis gleich. Perfekt. Bis gleich. Alles gut? Ich sollte dich auch noch dran erinnern, wir haben auch noch ein Gespräch offen. Mit wem? Du wolltest ein internes Gespräch gestern eigentlich schon führen. Wegen der Sache mit Steinfeld. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber jetzt lass erstmal reingehen.
War das mit euch im Club? Wir sagen gerade den einen oder anderen noch Bescheid, dass im Club die Party ist. Okay, aber ihr kommt rein gleich, ja? Genau. Gleich rein, okay, ja. Bis gleich. Hello. Hello. Hola. Hello. Warum seid ihr hier und nicht auf der Party? Weil wir das erst wegen dem Apartment klären wollten. Nee, das geht nur, nachdem man erst ein bisschen gefeiert hat. Man muss einen Marbilo Spree trinken, damit man Apartments mieten kann. Also, komm, Party machen. Das ist mal eine Ansage. Okay, und, eine Einladung. Klingt noch ein Plan. Hey. Ich krieg auch gleich eine Brille und ein Knicklicht am Empfang, hoffe ich. Aber, nice. aber das ist keine Brille, die mich bei die Autofahren besoffen macht, oder? Welche Brille macht dich beim Autofahren besoffen? Ja, wir haben mal in der Schule so eine Brille aufbekommen von La Policia. Da hat man uns gezeigt, wie man ist mit 2,5 Promille. Nee, du kriegst da drin höchstens richtige 2,5 Promille und das aufs Haus. Ich wollte gerade sagen, Senor, Sie gefallen mir. Promille nehmen. Ey, das sind der Senior gefällt mir, der ist cool drauf. Hallo? Bei wem krieg ich eine Brille hier und ein Knicklicht? Danke. Und einmal hier. Perfekt. Die Damen zu mir, die Herren zu meinem Kollegen. Hast du die im Grün? Knicklicht habe ich gar keine. Einmal hier. Oha. Nee, leider nicht, sorry. Okay. Und noch eine Karte dazu. Bitte schön. Danke. Oh, so, eine Brille habe ich brauche ein Licht noch. Einmal hier. Dankeschön. Müssen Sie hier drin fragen. Licht haben wir keine. Einmal hier. Drinnen gibt's hier, oder? Ja, ja, genau. Ja, was, wer sagt meinen Namen? Ja. Ja.